Ja, und damit herzlich willkommen zu The Casting of Frank Stone. Ein neues Horrorspiel, das letzten Monat rausgekommen ist und ich bin sehr gespannt. Es spielt in der Welt von Dead by Daylight. Ein Spiel, das ich zugeben muss, selber noch nie gespielt zu haben. Aber nichtsdestotrotz hält mich es nicht auf, dieses Spiel hier zu spielen. Und ja, schauen wir doch einfach mal, was so auf uns wartet. Ja, wir wählen auf jeden Fall allein sterben. Ich bin heute nur alleine da. Spiele deine Einzelspieler-Story. Ja, gerne. Ein neues Spiel bitte. Ein neuer Platz. Ich bin mal gespannt. Beobachter, Überlebender oder Opfer? Das sind wahrscheinlich die Schwierigkeitsgrade. Wir nehmen mal Überlebender. Wir wollen es ja nicht zu einfach werden lassen. Aber ich bin auch nicht so der Typ für Hardcore. Vor allem, wenn ich Spiele noch nicht kenne. Jede Entscheidung und jede Handlung hat Konsequenzen. Manche retten Leben. Andere führen zum Tod. Auf der Suche danach habe ich alles geopfert. Eine Welt in einer Geschichte vor Jahrhunderten gehört. Eine zeitlose Macht mit grenzenlosem Wissen, unstillbarem Hunger. Der Entitus. Sein Reich ist unserem so nahe, doch nie in Reichweite. Bis ich ihn fand. Frank Stone. Den Schlüssel. Den Killer. Ich bin Augustine Lieber. Ich werde unsere Welten für immer ändern. Okay. Ist vielleicht nicht schlecht. Casting of Frank Stone. Ich meine, unsere Welt ist ja sowieso gerade nicht so toll. Würden viele Leute meinen. Von daher ein bisschen Änderung. Schadet bestimmt nicht. Ein Hund. Ein Typ mit einer Maske. Selbstverrückte Psychos streicheln ihre Hunde. Wisst ihr Bescheid? Spielen wir jetzt den Hund? Bobby Bakarke, die anderen waren. Okay, das sind die. Das sind die Credits. Die brauche ich nicht unbedingt vorlesen. Wir sind anscheinend in einer Art Filmset oder sowas. Ich meine, würde auch Sinn ergeben mit dem Titel des Spiels. Suche nach verschwundenem Kleinkind geht weiter. Ich glaube aber nicht, dass der Hund das lesen kann. Polizei. Stella Steel Corp. Okay, es ist kein Filmstudio. Es sei denn, es ist ein ganz großes Set. Aber es ist eine Stahlindustrie. Wenn ich mir diese Grafiken so angucke, frage ich mich echt, wie lange es noch dauert, bis wir wirklich einfach in einer absolut realistischen Welt spielen. Wir spielen dann nur noch Kinofilme. Ich meine, wir sind ja schon sehr, sehr nah dran. Ich nehme an, du bist hier der Nachtwächter. Das stimmt. Du allein? Für das ganze Gelände? Oh nein. Ich habe Hilfe. Wo ist die jetzt? Im Dienst? Gewissermaßen. Merlin läuft rum, wo er will. Merlin? Ein Hund.
Dobermann-Pinscher. Bester Freund, den man sich wünschen kann. Treu bis zum bitteren Ende. Den vertraue ich mehr als mir selbst. Ernst, besorgt, okay. Ich muss dir ein paar Fragen stellen, oder du und der Hund seid der Wachdienst fürs Werk? Ich meine, es ist nur ein Stahlwerk, ne? Was soll hier schon passieren? Ja, ich muss dir ein paar Fragen stellen. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Stets zu Diensten. Wie ist dein Name? Thomas Jefferson Holt. Nenn mich Tom. Officer Sam Green. Tom, ich will mit dir reden über... Ich weiß worüber. Den vermissten Jungen, stimmt's? Richtig. Meinst du, er könnte hier sein? Das ist ein großes Gelände. Das größte in ganz Hinterherz. Aber das spielt keine Rolle. Hier geht nämlich nichts Seltsames vor sich. Nicht solange Merlin und ich aufpassen. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, oder? Kann ich deine Daten sehen? Ich möchte ihn nicht so in Frage stellen. Das ist immer... Ich meine, wenn man neutral antwortet, dann helfen die Leute einem eher und sind, hilfsbereiter. Was im Endeffekt das gleiche bedeutet, aber ihr wisst, was ich meine. Kann ich deine Daten sehen? Du bist dir sehr sicher. Und das zu Recht. Zeig mal deine Daten. Meine Daten? Das Logbuch, Besuch im Stahlwerk, Extraschichten, sowas halt. Tja, irgendwo hier muss es sein. Ist es das? Schon okay. Darf ich mal? Erst aufklappen und dann fragen, ob man darf. Vorwurfsvoll. Jemand hat die Einträge gefälscht. Hast du getrunken? Ich sage ja, ich will nicht ihn direkt angreifen. Jemand hat die Einträge gefälscht? Woher wissen wir das? Kritisch. Irgendwas Verdächtiges bemerkt? Ja, wir fragen mal. Hast du am Stahlwerk irgendwas Verdächtiges bemerkt? Heute? Heute Nacht, die letzten Nächte, egal was es war. Nee, gar nichts. Nichts? Gar nichts. Verdammt. Wenn du mir nicht glaubst, frag deinen Boss. Meinen Boss? Sheriff Kusich. Ja. Mein Boss. Er kam gestern Abend vorbei und fragte genau das Gleiche. Und ich habe ihm das Gleiche erzählt wie dir. Der Junge kann unmöglich hier sein, ohne dass Merlin und ich davon wissen. Was hat der Sheriff gesagt? Okay, Tom. Dann ist er zurück ins Auto und weg. Huh. Also hat niemand im Stahlwerk nachgesehen. Das heißt also, dass im Stahlwerk niemand wirklich nach einer Spur des Jungen gesehen hat. Wenn du niemand sagst, zählt dazu auch Merlin? Nein, Tom, er zählt nicht. Ich spreche nur von menschlichen Ermittlern. In dem Fall, Sam, kann ich deiner Einschätzung nicht widersprechen. Spricht was dagegen, dass ich mich mal umsehe? Keine Einwände von mir. Natürlich sperren wir nachts alles ab. Ist kein Problem. Da ist natürlich Merlin. Natürlich. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Ja. Danke für deine Hilfe, Tom. War mir eine Ehre. Ich meine, der Typ wirkt halt wie ein Trinker, aber das war's auch. Ist halt unzuverlässig, aber nicht unbedingt bösartig. Zumindest auf den ersten Blick. Ranger, look out for trucks. Alles verriegelt für die Nacht. Ich
Muss allerdings sagen, die deutsche Synchro gefällt mir bisher nicht so ganz. Das weiß ich nicht. Die Synchronsprecher, habe ich das Gefühl, haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Aber I don't know. Manchmal kann es auch daran liegen, dass wie das Skript geschrieben ist. Und was sie überhaupt über das Spiel wissen oder wofür sie die Synchro abgeben. Das ist manchmal nicht ganz so einsichtig in dem Geschäft. So oder so wurde irgendwo auf dem Weg geschlampt. Wonach suchen wir hier? Wir haben ein Loch hier im Zaun. Was haben wir denn auf Q? Unser Detektivsinn für Loot. Wusste ich doch. Oh, mach's einfach mal auf. Eine Schachfigur, schillernder König. Sie hat versprochen, meinen Schmerz zu lindern, meine Albträume zu beenden. 1 von 12 Schmuckstücken. Okay. Aber ansonsten ist da nichts Besonderes drauf. Das war's hier? Nur ein Bonus? Storage Shed. Gut, dann wollen wir wohl mal wieder zurück. Die haben unseren Detective-Sinn nicht mehr. Vielleicht haben wir den nur, wenn Loot in der Nähe ist. Wir können es dann riechen. Und dann können wir unsere übernatürlichen Sinne dafür nutzen, es genauer zu achten. Ein offenes Fenster. Da komme ich hinein. Was passiert hier? Wer ruft da? Aber gut, klettern wir hier hinein. Ich meine, hätte er uns nicht auch einfach die Schlüssel geben können oder so? Wenn er sich uns schon umsehen lässt. Suche das vermisste Kind. Unser sechster Sinn sagt uns anscheinend, dass das Kind auch hier ist. Ich meine, es könnte auch sonst überall sein. Aber wir gehen aus irgendeinem Grund vom Stahlwerk aus. Einfach nur, weil der Nachtwärter ein wenig unzuverlässig ist. So wie ungefähr gefühlt jeder Nachtwächter, weil in 99,9% der Nächten auch einfach nichts passiert. Und die Leute dann halt einfach ein bisschen rantütig werden bei ihrer Arbeit. Was ich zumindest verstehen kann. Hello? Ist jemand da? Ich meine, es sieht bisher aus wie ein Stahlwerk. Was haben wir denn hier so? Freitag der 13. Hey, den hatten wir letzten Monat. Frühschicht, 6 bis 14 Uhr. Bobby Rivers, Harris Curry, Rudy Hammond, Jack Giordino, Saul Loomis. Spätschicht, 14 bis 22 Uhr. Harold Norris, Dennis McCann, Bobby Rivers, Frank Stone. Frank Stone? Lou Osterman. Nachtschicht, nicht zugeteilt. Bobby Rivers ist aber zweimal eingeteilt. Ist das überhaupt erlaubt? Von 6 bis 22 Uhr zu arbeiten? Ist ein bisschen krank, ne? Hab Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen, um die Lücke zu füllen. 3 halbbesetzte Schichten bringen nichts. Ein paar von uns müssen halt Doppelschichten übernehmen. Hab dem Simpel vorne gesagt, dass er... Dass erstmal keiner mehr nachts arbeitet. Hooks. Okay. Ein Freitag, dem 13. Ist an dem Tag auch das Kind verschwunden? Wissen wir das? Überprüfen? Schränke. Open. War ja klar. Personalkarte. Einstellungsdatum 4. Februar. Nachname, bevorzugter Name, TFFA. Geburtsdatum 17.04.27. Können wir hier irgendwas lesen?
Das war schon wieder mein OBS. Immer diese Crashs, ich weiß wirklich nicht. Ich hab's jetzt mal im abgesicherten Modus gestartet. Nichtsdestotrotz machen wir direkt weiter. Ich hoffe nicht, dass es während einer Cutscene passiert. Ja, also können wir da irgendwelche Namen lesen? Nicht wirklich. Es ist wirklich sehr verschmutzt. Adresse Singer Hoofs, Cheddar Hills, Vorstrafen. Körperverletzung, Raub. Meridian ID, 13.05.56. Hey, an meinem Geburtstag. Nur etwas sehr lange bevor ich geboren worden bin. Zeitige Entlassung, sponsored. 3 Habilitation, 5 Träume. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Auf der Rückseite scheint nichts zu sein. Ein Stahlwerkmitarbeiter hat seinen Job der Empfehlungen. So schnell konnte ich das nicht lesen. Aber ja, wir wissen ja. Jemand hat seinen Job verloren. Schieben! Ich meine, wir haben ja die Erlaubnis, uns umzusehen, aber im Endeffekt begehen wir hier doch Einbruch, oder nicht? Wir sind, glaube ich, von da gekommen, ne? Mortal Metal Hazard. Hallo? Ist da wer? Polizei! Soll ich da direkt gucken? Ich will erstmal hier drin... Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Wir sind aus dieser Tür gekommen, ne? Hier können wir dich öffnen. Die ist okay, abgeschlossen. Habe ich mir schon fast gedacht. Wenn hier vorne irgendwas passiert, dann wäre es komisch, wenn wir da hätten weitergehen können. Hallo? Ergeben Sie sich, ich habe eine Taschenlampe. Nein? Nicht sehr beeindruckt? Hallo? Ja, gut. Okay. Must have been the wind. Hello. Polizei hier. Wenn Sie nichts getan haben und nichts zu verbergen haben, brauchen Sie mich nicht zu fürchten. Okay. Wer ist da? Ja, wir bleiben einfach mal hier. Komm ich hier rein? Ich weiß nicht, wo ich überall so Figuren finde. Und ob 12 im gesamten Spiel oder nur in jedem Kapitel. Naja, schauen wir mal. Hallo! Ich warne Sie erneut, ich habe eine Taschenlampe. Das hört sich aber eher an wie ein Monster. The best safety measure is a mindful worker. Deswegen gehen wir auch erstmal hier hoch und beobachten das Ganze von oben. Think twice. The best safety measure is a mindful worker. Keep your peers safe. Hier können wir nicht durch. Können wir denn von hier oben irgendwas erblicken? Ich meine, wir hören da unten was, aber sehen tue ich nichts. Begeben wir uns halt ins Gefahr. In die Gefahr. Was haben wir denn auch schon zu fürchten? Ich meine, wir haben ja eine Taschenlampe. Vielleicht solltest du mal deine Pistole ziehen, so langsam. Du hast doch eine, oder? Ich sehe die doch da am Holster. Oh, riecht grauenvoll. Mhm. Du solltest... Also gut, ich weiß nicht, was du da gerade riechst, aber... Ein Stahlwerk... riecht jetzt eigentlich nicht direkt grauenvoll. Wobei, da kommt bestimmt auch viel Schlacke oder so zusammen. Aber das klingt eher nach was anderem da. So verwesene Leichen, die gerade halb gefressen werden. Ich hoffe, ich muss gleich nicht wegrennen. Nach 9. Das ist aber noch früh. Hi. Hey, Mr. Green. Officer. Ja, natürlich. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Nein, leider. Oh. Alles okay? Ja, aber...
Verdammt, riechst du das denn nicht? Der Riecher ist außer Betrieb. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Wie riecht es denn? Nichts Gutes. Ich glaube, das hat er auch schon so vernommen. Aber das war nicht seine Frage. Okay, er kommt mit. Ich fühle mich nicht mehr so alleine. Hello? Merlin, da bist du ja. Wir haben uns schon gewundert. Ich glaube, der Hund ist nicht mehr freundlich gesonnen. Der hat Bock auf Menschenfleisch. Komm zurück! Verflixt nochmal! Fänd's gut, wenn ihr zwei euch richtig kennenlernt. Gottverdammt. Ich fühl doch da nicht mit deiner Hand rum. Und warum gucken wir uns das an? Das ist ganz offensichtlich Fleisch. Mehr kann man da nicht sagen. Es ist nur noch eine Fleischmasse. Aber den Knochen nachzuurteilen? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Durch den Magen. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind ein Team. Wer drängt sich zwischen einen Mann und seinen besten Freund? Was ist das? Irgendein Würstchen? Bist du auch blind? Ich glaube, es ist nicht nur dein Geruchssinn, der nicht mehr funktioniert. Es ist ein fucking menschliches Ohr. An den Knochen sieht man doch schon, dass es menschlich ist. Ruf die Polizei. Ach nee, warte, ich bin ja schon hier. Schau dir das mal an. Ruf Verstärkung. Der verdammte Hund. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst? Ist von jemand anderem, dafür gibt es keinen Beweis. Woher soll ich das wissen? Ich würde weder noch sagen. Abweisend möchte ich nicht sein. Aber da, ich weiß, woher soll ich wissen, dass es von jemand anderem ist, aber klar. Ich meine, die Knochen sind ziemlich groß. Nee. Das ist von jemand Älterem, einem Teenager vielleicht. Himmel, oh. Ja, Gott, Sakrament. So genau kann er das beurteilen. Sind zuletzt noch andere Leute verschwunden? Ich weiß nicht. Wer soll denn sowas wissen? Nun, jemand weiß es. Also gerade wenn es von einem Teenager ist, der muss doch Familie gehabt haben. Ansonsten fragt mal bei dem nächsten Waisenhaus nach, wobei die wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, hier verschwinden ständig irgendwelche Leute. Die haben halt keinen Bock mehr auf uns, weil wir Kacke sind. Ja, dann... Seid vielleicht mal besser. Yay! Das ist unser Koffer mit den ganzen Figürchen. Wir bauen uns ein ganzes Schachset anscheinend zusammen oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, das dritte da sieht aus wie eine Kartoffel. Ich habe noch nie davon gehört, dass eine Kartoffel beim Schach verwendet wird, aber ja. Was war das? Bleib hinter mir. Also entweder er ist ein sehr guter Schauspieler und spielt nur den Unschuldigen. Oder er tut wirklich nichts. Ich würde eher sagen, dass er wirklich nichts tut. Und irgendwas anderes hier vor sich geht. Ich vertraue dir, weißt du, ja? Auch wenn du nicht riechen kannst und nicht sehen. Aber ja. Ich vertraue ihm zumindest so, dass er mir nicht gleich eine Axt in den Rücken haut oder sowas. Ja. Also, was ist das? Das Gitter? Ja, wozu ist es da? Gehört zum Schmelzofen, glaube ich. Sicher bist du nicht? Ich arbeite bald, nicht im Stahlwerk. Vielleicht sollte man trotzdem seine Umgebung kennen, wenn es mal Probleme gibt. Aber okay. Ich habe ja gesagt, unzuverlässig. Finde Edward, um das Gitter aufzustemmen. Ja, ich suche mal Edward. Ich habe ihn letztens in der Mittagspause gesehen.
ist nicht so mein Fall. Kann ich hier rein? Hast du die Schlüssel für diesen Place? Kannst du nicht... Warum muss ich hier drüber klettern? Mach's mir einfach auf. Also der Nachtwärter sollte Generalschlüssel haben. Das auf jeden Fall. Selbst wenn der keine Ahnung hat, was hier abgeht. Aber das ist das Equipment eines... Nachtwächters. Schön. Ja, schön. Nimm's mit. Manche Gegenstände können mitgenommen und später verwendet werden. Stell mal das Gitter auf. Ja, haben wir hier sonst noch was? Sieht nicht danach aus. Ich kann auch meinen Sinn nicht mehr einsetzen. Warum genau wollen wir genau dieses Gitter jetzt hier untersuchen? Nur weil da unten Licht an ist? Ich meine, so ein Stahlwerk wird, glaube ich, nicht unbedingt ausgemacht nachts. Hier kann halt trotzdem noch irgendwas geschmolzen werden. Zurück. Drücke wiederholt, bevor die Zeit abläuft, okay. Quicktime-Event! Wie wir sie kennen und lieben. Stehen! Geben! Na gut. Nimm das. Ruf über das Funkgerät im Wagen das Revier. Warum? Wo willst du hin? Ich meine, ja, es ist ein Horrorspiel, aber... Es ist ein Horrorspiel. Ich stelle jetzt nicht in Frage, warum wir da jetzt alleine runtergehen. Hey. Du musst das hier auch für mich nehmen. Sorg dafür, dass so richtig schön in die Hand gepresst. Ja, oh, dieses blutige Orb. Gut, saure Arbeit. Ich brauche hier deine Hilfe oder... Ja, ich brauche hier deine Hilfe. Wir sind freundlich. Ich brauche deine Hilfe, Tom. Sonst würde ich nicht fragen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem richtigen Holz geschnitzt bin. Nicht umsonst heißt es höhere Berufung. Wachs über dich hinaus. Was willst du denn sonst machen? Ich gebe dir gerade die Aufgabe. Hau ab! Ruf Hilfe! Was willst du sonst machen? Hier rumstehen und warten? Ich schaffe das. Willst du dich einfach in die Ecke setzen und weinen? Ich zähle auf dich, Tom Holt. Du hast Tom dein Vertrauen geschenkt. Tom will remember this. Wir sind ja auch ein vertrauenswürdiger Mensch. Und vor allen Dingen auch ein vertrauensvoller. Ich würde da trotzdem nicht alleine runtergehen. Hier gibt es keinen Gefahrenvollzug. Wir wissen nur, dass wir einen Fleischhaufen gefunden haben. Wenn wir jetzt gesehen hätten, da würde irgendwer entführt werden oder sonst was, dann okay, hinterher. Sonst kann was passieren. Das, die Motivation könnte ich verstehen. Wäre trotzdem gefährlich, aber da ist immer eine gewisse Motivation hinter. Was liegt hier? Mist. Nein! Mein Hut! Wie soll mich denn jetzt noch jemand ernst nehmen? Furnace Access. Ich möchte aber erstmal hier lang laufen. Secret Tunnel. Secret Tunnel. Und man muss sterben. Leider trifft es dieses Mal, glaube ich, zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hier ist der richtige Weg. Oder? Oder? Ich habe meinen Spürsinn wieder gefunden, aber den brauchte ich gar nicht. Ich habe das Pferdchen gefunden. Yay. Holzwert. Die nächste Figur, die wir finden, ist eine Kartoffel. Merkt euch meine Worte. Wenn wir sie denn finden.
geht's hier ab? Warum gibt's hier so viele Gänge? Ich meine, ich habe jetzt schon ein Secret gefunden, aber warum ist hier noch mehr? Ich habe irgendwie Angst, dass ich mich gleich verstecken müsste. Mann, was für ein Irrgarten. Es geht, ne? Es klang ganz so, als wäre da gerade jemand hergelaufen. Okay. Ich meine, hier leuchten Fackeln. Ich weiß nicht, warum das alles so mittelalterlich hier aufgebaut ist. Wenn wir im Zeitalter der Elektrizität leben, siehe Taschenlampe. Aber okay, wir nehmen es einfach mal so hin. Hallo? Ich bringe die Elektrizität. Wir müssen die Lampen mal austauschen. Die sind ein bisschen aus dem 13. Jahrhundert noch. Was haben wir hier? Ach, das ist mein Hut. Mal wieder. Ich bin im Kreis gelaufen. Hier ist eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Ja. Ich höre irgendwen hier laufen. Sein. Was? Der Killer? Was ist es? Also, ja, eine Locket, ein Locket, ein Anhänger, aber wer ist es? Wer ist da drauf zu sehen? Nimm's doch mit. Das sind Beweise. Hallo? Ansehen? In den verborgenen Winkeln des Stahlwerks führt jemand merkwürdige irgendwas durch. Okay. Was haben wir hier so? Noch mehr? Naja, wir haben noch mehr Fleischhaufen. Spätestens jetzt würde ich hier rausgehen und auf Verstärkung warten. Das ist keine Aufgabe, die ein einzelner Mann, ja, der ein einzelner Mann gewappnet ist. Mir dreht sich der Magen um. Ja, geh hier raus. Ruf deine Freunde, ruf den Sheriff. Blättern? Eine Voodoo-Puppe? Hier unten wird alles immer nur noch seltsamer. Der Hinterwäldler, der grauenvolle Mann, der zum Monster wurde. Das ist wahrscheinlich irgendein Monster von Dead by Daylight. Wie gesagt, dieses Spiel habe ich nie gespielt, damit kenne ich mich nicht aus. Aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das ist ein Monster von Dead by Daylight. Verdammte enge Räume. Warum tun wir uns das an? Sind wir selbstmordgefährdet? Hier liegt irgendetwas. Das ist fucking nochmal blutig. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber es könnte sehr gut als Waffe benutzt worden sein. Um einen Fähigkeitscheck zu schaffen, drücke Leertaste, wenn sich der Zeiger in der Erfolgszone befindet. Okay, und ich habe auch nur eine Runde Zeit. Gut zu wissen. Jetzt sind wir auch noch verletzt. Erst recht Zeit, hier rauszugehen. Und wir haben keine Taschenlampe mehr. Mein einziges Druckmittel ist jetzt weg. Klasse. Warum ziehst du nicht deine verdammte Pistole aus dem Monster? Das wird immer lächerlicher. Ich verstecke mich im Schatten. Wenn ich da nichts sehen kann,
können die Monster auch nichts sehen. Will ich mal hoffen. Rettern. Hallo? Polizist ohne Taschenlampe hier. Und ohne Hut. Gottes Willen. Ja, das sind Stahlwerke nun mal. Das ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Ein Baby schreien allerdings schon im Stahlwerk. Beschwören wir hier Satan herauf? Den Antichristen? Die hat das mit dem Höllenfeuer ein wenig zu wortwörtlich genommen. Das gibt es nicht auf der Erde. Rampe oder Leiter? Uff. Ist beides laut. Ich würde mal sagen, die Leiter, weil Rampen, die machen klüng, klüng, klüng. Können Leitern auch, aber unwahrscheinlicher. Das macht auch klüng, klüng, klüng. Aber wir haben eine erhöhte Position. Was ist der Unterschied zwischen dem Weißen? Oder soll das nur anzeigen, wo der Erfolgs-Dings ist? Ah, es ist auch ein Killer aus Dead by Daylight, so viel weiß ich. Quick Time Event! Doch, hör auf damit. Hau ihm die Maske weg! Wehre dich! Schmeiß ihn ins Feuer! Nein! Schmeiß ihm das Baby an den Kopf! Ich sage, es war ein Fehler, da alleine hinzugehen. Tom, rette mich! Es ist nur die Schulter, alles gut. Du hast dich selbst vom Rohr befreit. Schicksal geändert. Ich meine, was wäre denn passiert, wenn wir da hängen geblieben wären? Ich mache mich darauf gefasst, zielen zu müssen. Komm schon, wir schaffen es. Warum lässt du mich nicht zielen? Okay, never mind, du bist ein sehr guter Schütze. Yay! Du hast Frank Stone erschossen und das Kind gerettet. Wait a minute. War es das jetzt schon? Wir waren erfolgreich. Spiel ist vorbei. Nur die Sache ist, ich weiß nicht, ob es dem Kind so gut geht bei dieser Hitze. Ich meine, es liegt zwar nicht im Feuer, aber das wird da sehr heiß drin sein. Und es ist immer noch ein Baby. Oder zumindest ein Kleinkind, aber es klang eher nach einem Baby. Guten Morgen! Weiß ich ja nicht. Okay.
Genau, das habe ich auch gerade getan. Erstmal einen Schluck trinken. Ihr denkt immer dran, stay hydrated. Schön hydriert bleiben. Immer schön Wasser trinken. Jemand hat mein Dach geklaut. Das war letzte Nacht noch da, als ich mich schlafen gelegt habe. Ihre Mutter? Mama. Yes. Die beiden sehen auch sehr ähnlich aus. Der typische Apple-Abklatsch. Ich weiß nicht, was das da für ein Symbol ist. Scheint diesmal keine Frucht zu sein. Mom? Hi. Es ist ein Traum in einem Traum. Oder wir sind jetzt der Polizist, der am Träumen ist von irgendeiner Frau. Hier ist alles falsch. Sie ist zerkratzt. Das Dach fehlt immer noch. Das Zimmer sieht ein bisschen älter aus. Was ist, wenn wir jetzt einfach zurückgehen? Können wir das? Können wir einfach zurückgehen? Und uns wieder schlafen legen? Ich meine, wenn jetzt hier das Dach noch fehlt, gehen wir doch einfach durch diesen Raum hier. Und dann ist es wieder da. Wenn es in diese Richtung hier immer schlimmer wird. Na gut. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Wait for me. Was zum? Jetzt steht auch noch alles Kopf. Ah, never mind, ich hab's gefixt. Jetzt warte doch mal. Das Bild verändert sich weiter. Ja, es ist... Gesicht der Mutter ist immer mehr zerkratzt. Das ist nicht gut. Hallo? Das Haus ist weg. Oh nein. Ich komme nicht mehr zurück. Das ist not good. Wenigstens die Tür zu machen, nicht? Dann halt nicht. Was haben wir denn hier so? Warum werde ich von ominösen, leuchtendem Licht verfolgt? Nee, ich streue einfach Licht auf den Boden mit meinen Fußabdrücken. Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, hier eingeschlafen zu sein. Und wenn ich nicht aufgewacht wäre, würde ich sagen, ich würde träumen. Ein Fernseher. Ist das mein Fernseher? Ich kann mich auch nicht daran erinnern, den in den Wald gestellt zu haben. Aber okay. Überprüfen. Ist es eine Mikrowelle? Einschalten. Nein, es ist ein Fernseher. Hallo? Mutter? Was ist los? Alles in Ordnung. Wunderschön. Es hat mich ein wenig an Blair Witch erinnert. Nee, nicht Blair. Ja, wobei auch schon ein bisschen, aber ich denke gerade eher an Resident Evil. An Resident Evil The Village.
Aber ja, ein Traum in einem Traum. Und wer sagt denn, dass wir nicht immer noch träumen? Komm mal klar. Okay, was hatten wir da in der Hand? Eine Schatulle? Ist da eine weitere Figur drin? Vielleicht die Kartoffel? Noch ein Intro? Ah, nicht ganz. Du Madison, 20.56 Uhr, Landstraße. Auf der richtigen Straßenseite. Also links. Hier ist ja links die richtige Seite. Diese Straße sieht nicht so aus, als würden da zwei Autos nebeneinander herpassen. Ich glaube, es ist egal, wo du da fährst. Kann ich das lesen? Nee, es geht weiter. Hello. Eine Anhalterin? Ich glaube eher jemand, der Probleme hat. Also, ja, gewissermaßen schon. Ja, komm, wir sind mal nicht so. Und jetzt geben wir Gas. hi. Also, was ist passiert? Hatte einen Platten. Eine Amerikanerin. Ja. Bin ich auch. Okay. Okay. Ja, also, könnte ich bei dir mitfahren? Ach so, ja, na klar. Du kannst mich bei Garrett Manor rauslassen. Ist nur ein paar Meilen von hier. Komisch, genau da muss ich nämlich auch hin. Dann ist es kein Umweg für dich. Schätze nicht. Wäre sehr awkward gewesen, wenn wir sie später getroffen hätten. Es wäre jetzt auch sehr awkward, wenn sie, du hast die Anhalterin mitgenommen, wenn sie uns einen über den Schädel ballert. Dann haben wir beide das gleiche Ziel? So ein Zufall, was? Ja. Ich meine, ganz so verrückt ist es nicht. Immerhin verstehen wir uns schon ziemlich gut. Und diese Straße führt sonst nirgendwo hin. Okay, sie weiß nicht, wie man also, Smalltalk führt. Sagtest du willst geschäftlich nach Garrett Manor, oder? Hab ich nicht. Oh. Also, manchmal ist Stille besser als merkwürdiges Gerede. Paris. Da komme ich her. Im Moment. Davor kam ich aus Amsterdam, Dublin, Mailand, Los Angeles und Oregon. Vor langer Zeit. Echt cool. Hey, meine Mom ist aus Oregon. Naja, eine von beiden. Hab gehört, da soll's echt schön sein. Oder auch ein echtes Drecksloch. Aber ein echt schönes Drecksloch. Ich kann sowieso nichts dazu sagen, weil ich nie da war. Ich bin New Yorkerin. Durch und durch. Bitte hör einfach auf zu reden. Ich hab weiter als zur 14. Straße geschafft, ehe ich aufs College ging. Hier in England? Ah, nein, in Berlin war das. Oh, ich heiße übrigens Maddie. Linda. Nett, dich kennenzulernen, Maddie. Ja, ebenso. Auch wenn ich halt erst dachte, stellte sich als Linda vor. Ah, tut mir leid. Was weißt du über dieses Anwesen? Also, was weißt du über dieses Anwesen, zu dem wir beide ganz zufällig wollen? Was weißt du denn darüber? Hey, das ist nicht fair. Ich habe zuerst gefragt. Okay, nun, ich weiß überhaupt nichts. Und du vermutlich auch nicht. Ich sagte nicht, dass ich nichts weiß. Doch, hast du. War das so klar? Schon, ja. Ich weiß nur, dass ich zu einem Treffen mit Augustin Lieber eingeladen wurde. Und dass das irgendwie was ganz Besonderes sein soll. Und dass es in meinem Interesse wäre, die Einladung anzunehmen. Was? Meine Einladung lautete ziemlich genauso. Sind wir hier zu einem Mystery-Dinner eingeladen, oder was?
Inda ist dir dankbar, dass du angehalten hast. Hey. Deswegen bringt sie dich nicht um. Noch nicht. Das ist das Ende des Regenbogens. Das habe ich mir schöner vorgestellt. Ich meine, das Haus sieht cooler aus. Aber wenn ich mir das Ende eines Regenbogens vorstelle, stelle ich mir kein altes Gothic-Haus vor, das aussieht wie Wayne Manor. Aber ja. Vielleicht war es ein schwarzer Regenbogen. Wäre doch auch mal was Schönes. Das hätte dann irgendwie was von 50 Shades of Grey. Übertrieben? Ich wollte sagen, ein wenig zu sehr wie in einem Horrorfilm. Ganz genau. Ich hätte an Batman also, gedacht, aber ja. Klopfen wir oder? Ich weiß nicht. Oh, ich klingel. Es sind da Haken in. Scheint keiner da zu sein. Das ist auf jeden Fall die Zeit, zu der ich hier sein sollte. In den Fenstern als Design. Ich auch. Hallo? Sehr ominös. Jemand zu Hause? Ich kann Madison nicht leiden. Linda ist mir sympathischer. An jeder Tür probieren. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Naja, man erwartet uns, oder? Das kann doch nicht. Die Tür ist offen. Gehen wir einfach rein. Ich sag ja Mystery Dinner. Warum fragst du mich das? Weil du erwachsen bist. Bist du auch, Maddie? Dann gehen wir rein, schätze ich. Leute. Ein sehr merkwürdiges Duo. Etwas awkward. Aber naja. Warum liegt in erster Linie an Maddie. Weiß nicht. Hallo? 21.11 Uhr, Eingangshalle. Sehen wir uns mal um. Hallo? Wir sind hier. Linda Augustin lieber. Was ist, wenn ich sie lieber nicht finden will? Warum? Okay. Ich sollte solche Scherze lassen. Loot! Gib mir die Kartoffel. Es ist nur meine Büchse. Mit Figuren, die ich schon habe. Aber ihr könnt es da noch mal sehen. Da, die nächste ist eine Kartoffel. Ganz eindeutig. Und das andere habe ich keine Ahnung. Ich meine, hier unten ist irgendwie sowas Menschliches und es könnte hier eine Schnecke sein. Man sieht meine Maus nicht, aber das da ist eine Schnecke in der Mitte. Vielleicht daneben eine Spritze oder ein Dolch. Das letzte könnte ein Hammer sein. Ach, der Rest, keine Ahnung. Das ist alles ein wenig uneindeutig. Ich möchte aber meine Kartoffel haben, ja? Ich habe es prophezeit. Ich suche nach Kartoffel. Es ist... ein Bild von Tochter, Mutter und Großmutter? Oder ist es immer die gleiche Person in verschiedenen Altern? Das wäre ein fancy Bild. Stellt euch mal vor, jemand macht ein Bild von euch so mit Anfang 20, dann mit 40 und das hinterher nochmal mit 60 oder lebendig. 70. Das hätte was. Aber so gezeichnet, nicht so... nicht mit der Kamera, nicht so modern, sondern halt wirklich ölmalerisch oder wie sie halt früher Porträts gemalt haben. Ladies! Hallo, hallo. Willkommen. Hello. Hallo. Ich sehe Schachfiguren. Ich will sie haben. Ich habe leider keine Anweisungen erhalten, was ich hier tun soll. Also... ja, ich auch nicht. Tut mir echt leid, wie unhöflich von mir. Warum trägst du eine pinke Hose? Und du? Maddie. Mary. Nichts gegen pinke Hosen, aber das passt nicht zum Rest des Outfits. Kurzform von Madeline. Nein, von Madison. Ah, Zweitname Lexington? Was?
Town. Der Big Apple? Die Stadt, die niemals schläft. Heimat der schönsten Frauen und heillos verzweifelten Männer. Madison Avenue. Okay, kapiert. Ein passender Name für so eine reizende Lady. Lässt sich bestimmt nicht. Der Laden hier ist gruselig, nicht? Ich will eigentlich überhaupt nicht mit dem Typen reden. Der Laden hier ist super merkwürdig. Gruselig, oder? So wie irgendwie alle bisher. Ich habe mich vorhin etwas umgesehen. Und dachte, warum ist dieses Gebäude nicht schon längst abgerissen? Oh je. Nicht mal das Licht funktioniert. Wie kann man das vermasseln? Das sind steht doch sehr wahrscheinlich unter Denkmalschutz. Schon. Ihr seid hier ja in England, nicht in Amerika. Der Zustand des Gebäudes wirft kein gutes Licht auf unseren mysteriösen Gastgeber. Oh, Stan, das ist... Linda Castle. Ich bin ein Riesenfan deiner Werke. Ich bin sprachlos. Ich fühle mich geehrt durch deine Gegenwart. Ah, okay. Gut. Bruno Stanford der Dritte. Zu deinen Diensten. Aber nur, wenn du mich Stan nennst. Ugh. Sorry. Klar. Sie ist bisher die einzig normale Person hier. Wirklich? Also, was ist denn jetzt hier? Nun, ich glaube, unser neuer Freund kennt ein paar meiner kleinen Filme. Hey, langsam, langsam. Deine Filme sind so einiges, aber nicht klein. Du machst Filme? Ja. Ich habe ein paar gemacht. Ja, aber nicht nur irgendwelche Filme. Kennst du vielleicht zum Beispiel Buried by the Break of Dawn? Blood Point. Horrorfilme. Also, ich weiß nicht, ob es sie in echt gibt, aber klingt halt danach. Nein. Sorry. Wartet. Seid ihr zwei nicht gemeinsam hier? Oh, nein. Ich meine, ja, wir sind zusammen hergefahren. Aber nur das letzte Stück. Mein Auto hat gebockt. Verstehe. Tut mir leid. Ich gilt dich für Lindas Assistentin. Nee, nur ich. Warte, ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Oh, nun, ich wollte nicht. Schön, dass du denkst, ich hätte Assistenten. Falls du eine hättest, wäre sie sicher nicht so reizend wie Fräulein Avenue. Dein Nachname ist Avenue? Oh, nein, 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 nein. Hä? Habe ich was verpasst? Nur, dass wir nicht wissen, was wir ohne unseren Gast... Was doch mit dem Raum, als er den Scherz gemacht hat. ...auch immer ersteckt. Wir sollten uns weiter umsehen. Ich meine, was spricht dagegen? Gut, ich würde bei solchen Unterhaltungen auch nicht zuhören. Gibt es vielleicht eine Nachricht von der Gastgeberin? Was arbeitest du, Stan? Oh, ich will dich nicht mit Details langweilen. Hat mit Geld, The Epic of Gilgamesh und Handel zu tun. Nichts Illegales, natürlich. Oh, natürlich. Also es ist sehr illegal. Richtig unbeschwerte Bettlektüre. Soll ich das jetzt alles vorlesen? Es klingt halt wirklich einfach nur nach dem Epos von Gilgamesch. Sie kämpften, sie zerstörten die Schwelle, sie schwächten die Mauer. Anmerkung. Behalte den Verlauf des Kampfes im Auge, Norman. Wie du siehst, hindert Enkidu Gilgamesch daran, durch das Tor zu gehen. Gilgamesch sieht sich gezwungen, seine Macht zu demonstrieren, um den Tiermenschen zu unterwerfen. Deine Mutter hat einem einzigartigen Sohn das Leben geschenkt. Die wilde Kuh im Stall. Dank Ninsun stehst du über den übrigen Herrscher der Menschen. Anmerkung. Enkidu sagt, dass Gilgamesch von Geburt an einzigartig gewesen sei und über den übrigen stehe, was sein Herrschertum rechtfertigt. Allerdings sagt er das erste nach dem Kampf, das erst nach dem Kampf. Das bedeutet, er konnte sein Recht als Herrscher nur durch Gewalt unter Beweis stellen. Ich bin fest entschlossen, den Zedernwald aufzusuchen. Anmerkung. Sieh nur, Norman, Gilgamesch erklärt zunächst seine Absicht, den Zedernwald aufzusuchen und erkennt, dass er seine Macht demonstrieren muss, um zu beweisen, dass er dem Besuchs auch würdig ist. Wir lassen Waffen für uns anfertigen, die Arbeit vertrauter Kunsthandwerker. Anmerkung. Gilgamesch ist zwar in der Lage, mit bloßen Händen zu kämpfen, doch er weiß, dass Waffen, die seinem gewählten Rang würdig sind, seine Macht stärken würden. Die Meister fertigten Beile. Äxte mit je 3 Talenten fertigten sie. Anmerkung. Gilgamesch arbeitete daran, etwas zu schaffen, das seinem Macht gerecht wird.
Wenn er sich in Zedernwald einen Namen machen kann, verdient er sich das Recht, auf ewig sein wahres Schicksal zu leben. Aber hier sind auch noch mehr. Also wir haben gerade nur die Sachen vorgelesen, die markiert sind. Ich meine, ihr könnt euch ja gerne noch den Rest durchlesen, aber ich glaube, diesen Epos von Gilgamesch, den müsste es wirklich geben. Ich weiß jetzt nicht, ob in der direkten Form. Aber ja, die Sachen, die markiert sind, haben wahrscheinlich irgendetwas mit der Story hier zu tun. Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal... Was ist hier? Ich würde gerne nochmal in die Eingangshalle. Da gab es ja noch andere Türen. Mördermüll. Ein Filmplakat in einem Schrank. Interessant. Hey, kennt jemand von euch Mördermüll? Heiliger Ninja. Ein Witz, oder? Nein. Ich bin hier doch nicht der Einzige, der den Film kennt. Warte. Ist das einer von dir? Das war eins meiner ersten Projekte. So gut wie kein Budget. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten. Hätte nie veröffentlicht werden sollen. Denke ich immer noch. Warum? Sachen werden oft maßlos übertrieben. Er wurde wohl nur ein paar Mal gezeigt. Und jedes Mal ist das Publikum in einen Blutrausch verfallen. Nein, hör auf. Streit es nicht ab. Der Film ist legendär. Ich glaube, die Leute waren einfach nur gelangweilt. Okay, du musstest sicher Geheimhaltungsverträge und so unterschreiben. Aber... Was? Für wen? Für den Film so langweilig. Ich lasse erstmal eine Massenschlägerei anfangen. Und zerstört haben. Ach, hör schon auf. Eine Kopie haben sie aufbewahrt. Für alle Fälle. In einem Geheimlabor des CIA namens Larry Memorial Institute. Im Rahmen von erweiterten Verhörtechniken. Woher weißt du das alles? Ich bin Fan. Und so ein Wissen ist praktisch. Sieht aber ein bisschen aus wie das Stahlwerk. Also warum heißt es Murder Mill? Soll das alles so sein? Keine Ahnung, aber ich stehe auf Theatralik. Story erinnert mich bisher ein bisschen an Agatha Christie-Erzählungen. Ich habe schon Bekanntschaft miteinander gemacht. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Es gibt derzeit viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und ihr verdient meine volle Aufmerksamkeit, während wir hier sind. Ach ja, und apropos Aufmerksamkeit. Oh, hast du etwa Durst? Das geht nicht. Schließlich verhandelst du ein bisschen zu gut, wenn du nüchtern bist. Und doppelt gut, wenn nicht? Madison, wie wäre es mit einer Erfrischung? Einfach nur Maddie. Oh, mein Fehler, also Maddie. Oh, macht nichts. Unsinn. Stehe immer zu dem, wie du dich nennst. Dein Name macht dich aus. Beantworte ihre Frage. Und wer bist du? Ich nenne mich Augustine Lieber. Wir haben sie gefunden, yay! Augustine Lieber. Da wir nun wissen, wie wir heißen, wie wäre es mit einem Drink? Ich glaube, unser Charakter würde eher Nein sagen. Sollen wir charaktertechnisch spielen oder... Ja, widerstrebend. Nein, schon gut. Ja, schon gut. Sicher? Ist echt gut. Ja, das stimmt. Wie wär's mit einem Trink? Ja, Fliegen schon gut. Und Trinken sind nichts für mich. Aber danke. Schicksal geändert? Wollte sie den Drink spiken oder was? Reise hinter euch habt. Trotzdem hoffe ich, dass sich diese Mühen für euch gelohnt haben. Das liegt jetzt an dir, nicht wahr? Ich nehme an. Zeig mir deins und ich zeig dir meins. So ungeduldig. Mäßigung, Mr. Stanford. Nicht alle sind auf dem Laufenden. Komm zur Sache, Augustine. Ich bin nicht wegen der Drinks hier. Was? Sieht fast genauso aus wie seins, nur in Silber. Okay, ich weiß nicht, was ihr verkaufen wollt, aber ich besitze zufällig eines der begehrtesten seltenen Filmartefakte, die es gibt. Nun, das hier ist das einzige noch erhaltene Segment des Originals. Wir sind zu eins der seltensten Film
Sachen, Digga, hier. Das älteste bekannte Werk einer schmeißt es weg. Angeblich. Klatsch einfach so dahingeschmissen. Sollte ein Vermögen wert sein. So sein. Behandel es doch vorsichtiger, Junge. Muss euch leider enttäuschen. Verdammt. Also doch kein so wertvolles Einzelstück. Nicht ganz. Ich wusste nicht, woher es kam. Du hast mir gesagt, dass ich es dir persönlich bringen muss, wenn ich es... Ich halte meine Versprechen, die ich dir mache. Euch allen. Und wenn ich nicht verkaufe? Nun, du musst ja nicht. Aber hast du nach 40 Jahren nicht langsam genug gelitten? Ich bitte noch einmal um Verzeihung, aber in meinem Privatreliquiar warten dringende Aufgaben. Fühlt euch also bitte bis zu meiner Rückkehr weiterhin ganz wie zu Hause. Ich finde, wir sollten weiter darüber reden. Zu gegebener Zeit, Linda. Okay. Den Plot habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, also... Wir wollen ja was verkaufen. Wir hatten es fast geschafft. Ich meine, ich fühlte die Macht des Entitos durch das Stahlwerk vibrieren. Bis Sam Greens engstirniger Heldenmut alles zunichte. Das Ritual gestört. Der Schlüssel zerbrochen. Das Ritual doch ist unterbrochen. In dieser Nacht nicht. Seine Essenz wurde ins Fundament des Stahlwerks gebrannt. Da ist eine Kiste! Ein endloser, gequälter Albtraum. Ich musste einen Weg finden, ihn zu erwecken. Ich will die Kiste haben, was anderes interessiert mich eigentlich nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich da noch mal reingehen würde. Du kapierst es einfach nicht, oder? Du denkst, wir sind schwach, unbedeutend. Du machst mich krank. Es gibt da nur eine Sache, die ihr Bastarde nie verstehen werdet. Ihr könnt uns fesseln, ihr könnt uns foltern. Ihr könnt uns vor jede höllische Prüfung stellen, die eurem kranken Hirn einfällt. Aber unseren Geist werdet ihr nie besiegen. Oh, wir spielen in diesem Film. Nein, 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 nein. Meine Schwester? Oh Gott. Ich muss also nur meine eigene Schwester hintergehen. Und dann darf ich gehen und weiterkämpfen. Verflucht seist du! Verflucht seist du, dass du mich zu dieser unmöglichen Entscheidung zwingst! Ich würde lieber sterben. Du verstehst halt nicht, was uns zu Menschen macht. Ich sterbe lieber 1000 schlimme Tode, als einen geliebten Menschen zu verraten. Meine Antwort ist nein. Und nichts, was du tust, kann mich umstimmen. Also gut, du Alien-Abschau. Gib alles! Ich ertrage es! Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. Das ist so ein richtig schlechter Homemade-Movie. Oh,
Wie war's? Das war großartig. Echt? Nein. Also. War's nicht zu viel? Gar nicht. Puh. Weiß ich nicht. Aufgetragen? Man muss die einfachen Leute abholen, Jaime. So macht man Kohle. Cool. Wie war's, Linda? War das gut? Ich schau mal nach. Kann man aber Super 8 die Maske checken? Nicht wirklich. Das Objektiv ist fest, also... Da will wohl jemand mit den tollen neuen Sachen angeben, die sie aus den Filmbüchern in der Bibliothek gelernt hat. Ich versuche nur, das Handwerk ernst zu nehmen. Das Handwerk? Machen wir hier Retrofilme oder sind wir wirklich in einer Zeit, wo die Kamera aktuell war? Haben wir es jetzt? Oder wie? Ja. Also, sah doch super aus. Auch die Blutszene? Also... Linda, du hast die Blutszene im Kasten, oder? Eigentlich geht's ja mehr um Jaimes Performance. Ich fand mich grandios. Ja, aber hast du die Szene auch aufgenommen? Man sieht ein bisschen Blut in Jaimes Gesicht spritzen. Oh, Linda! Ich sagte doch, ich will eine breite Nahaufnahme von unserem super coolen blutigen Arm und Jaimes Gesichtsausdruck. Nicht nur eine extreme Aufnahme von Jaimes Gesicht. Ich hab's echt gefühlt. Du musst mir auch zugestehen, meine künstlerische Ader mit der Kamera auszuleben. Außerdem dreht man eine Szene auch nicht nur einmal, sondern mehrmals eine aus verschiedenen Perspektiven. Gibt's übrigens nicht. Oder eine extreme. Du machst dich hier echt zum Affen. Habt ihr vergessen, dass ich die Regisseurin bin? Ich will mich da auf keine Seite stellen, ehrlich gesagt. Naja, respektiere die Regisseurin. Ja, die hat eigentlich auch das letzte Wort, nicht der, die Kameramannfrau, sonst was. Linda, wer beim Film arbeitet, muss die Vision der Regisseurin respektieren. Und das ist Chris' Film, also... Keine Sorge, wir machen's nochmal, okay? Erst auf deine Weise, jetzt auf meine. Puh. Halt still. Ich mach dich sauber. Diesmal kriegen wir es hin. Und wenn nicht? Oh, ein magisches Tuch. Sie wischt über seine rechte Backe und seine linke wird auch sauber. Schmeckt wie Pfefferminz-Hustensaft. Ja, mein Würgen war ganz echt. Dafür, dass es gut sein soll, schmeckt es aber noch gut. Okay, okay. Macht euch bereit, alles auf Anfang. Wir machen weiter, wir machen weiter. Okay, Ton läuft. Kamera läuft. Okay, bereit machen. Und halten. Und halten. Und Action! Da. Lass doch nicht die Kamera fallen! Das ist nicht gut. Was habt ihr hier zu suchen? Oh. Vor allem, sie hat sich nicht nur fallen gelassen, sie hat sie... Sheriff. Ja, sorry. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt euch von hier fernhalten? Wir waren gerade mitten in einem Take. Ein Take? Für unseren Film. Ihr könnt hier keinen Film drehen. Aber hier spielt doch der große Höhepunkt. Dies ist ein abbruchreifes Stahlwerk, Jaime. Und ihr seid Einbrecher. Nun... Wenn ihr die Nacht nicht im Knast verbringen wollt, dann schlage ich vor, dass du, Linda und... Dixie. Miss Tammy D. Dixie. Ihr Grinsen! Miss Christine Gordon. Schlage ich vor, dass ihr das Gelände sofort verlasst und ihr unter keinen Umständen mehr einen das für ein Gesichtsausdruck von Cedar Hills setzt. Nie mehr. Ja, wir sollten dem Polizisten eher einschmeicheln und uns nicht noch weiter widersetzen. Tut uns leid. Oh Mann. Sir, tut uns leid. Uns war nicht klar, dass wir was Falsches tun. Wir gehen. Hey, 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 Jaime. Wir müssen diesen Film beenden. Ich weiß, aber wir müssen dem Sheriff gehorchen. Er ist der Sheriff. Mir doch egal, er kann nicht... Und wir tun sehr gerne, was auch immer der Sheriff sagt. Und, vergesst nicht aufzuräumen.
Das war's dann wohl. Naja, nee, aber... Ohne funktionierende Kamera oder Drehort war's das dann wohl, oder? Die Kamera muss nur repariert werden. Was stimmt denn mit dem nicht? Er ist nicht so übel. Normalerweise. Wir tun nicht, was er sagt, oder? Echt? Wir überlegen dann in der Garage, wie wir den Film beenden. Es gibt sehr viele Orte, die ähnlich aussehen. Und wenn ihr ein Stahlwerk nachbauen wollt, packt einfach ein paar Stahlgerüste hintereinander. Ich meine, viel mehr ist da ja auch nicht zu sehen im Hintergrund. Nur weil ihr euch da befindet, heißt nicht, dass der Zuschauer des Films sich da befindet. Das kommt immer darauf an, wie man eine Szene aufnimmt. Ach, Amateure. Alles im Kasten, Sir. Versucht ja nicht, mich reinzulegen. Ich hab euch im Blick. Ja, Sir. Frag mich, ob der Sheriff überhaupt hätte sterben können. A Curiosity on Main Street, Cheddar Hills, 1980. Okay, dann war die Kamera da echt modern. Die Super 8. Ich glaube, so einen haben wir auch noch unten im Keller. Ich bräuchte nur ein paar neue Filmrollen dafür, wenn ich damit was aufnehmen wollen würde. Könnte ich ja mal als Special machen. Dann seht ihr mich hier in wunderschöner Super 8 Qualität. Chris. 16:59 Uhr, Jamies Garage. So dramatisch. James Garage. Wir haben noch gar keine echte Frist. Wer braucht eine echte Frist, wenn uns jede vergeudete Sekunde immer näher an die ultimative kosmische ewige Frist bringt? Gruftig. Meine Güte, ist sie melodramatisch. Hey, was hast du da? Oh, die sind für uns alle, wenn wir drehen. Überraschung. Halt, ihr steht beide vor der Kamera. Also, trag nur ich eins. Dann bist du unser Aushängeschild. Nee, keine Chance. Hm. Oh, nicht aufmachen. Ich habe den Film noch nicht rausgenommen. Ich dachte, sie ist kaputt. Ja, die Linse hat einen Sprung. Aber das Material ist okay. Es sei denn, du öffnest sie. Oh, ist ja gut. Wir haben gutes Material. Das Glas ist halb voll. Mann, lass mich wütend sein. Hat Sheriff Green denn nichts Besseres zu tun mit seiner Zeit? Zum Beispiel echte Verbrecher jagen und so? Cedar Hills ist nicht gerade eine Brutstätte des Verbrechens. Das stimmt so nicht ganz. Da war doch das Ding mit dem Serienmörder. Moment, wie bitte? Wann war das? Ah, ich war noch ein Baby. Ich weiß nicht wirklich was darüber. Oh, du bist immer noch ein Baby. Und du weißt doch immer nichts. Und jetzt sei ein liebes Baby und erzähl mir alles über diese Serienmördergeschichte. Ich weiß da etwas. Dann raus damit. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sheriff Green uns nicht im Stahlwerk sehen will. Oh ja, dort ist das alles passiert. Du weißt also doch was. Und du hast nichts gesagt, Verräter. Ja, weil ich wusste, wie du reagieren würdest. Ja klar, verdammt. Linda, erzähl mir was über den Stahlwerkkiller. Nun, dort ging alles zu Ende. Aber davor gab es eine Reihe von vermissten Fällen. Es waren Entführungen. Morde. Und wie hieß der Typ? Vielleicht sollten wir ihn in den Film nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob... Frank Stone. Also, hat Frank Stone tatsächlich Leute im Stahlwerk umgebracht? Was? Unser Stahlwerk? Wo wir vor einer Stunde noch gedreht haben? So lautet die Theorie. Frank hat im Werk gearbeitet. Aber ich glaube, es stand kurz vor dem Aus. Vermutlich war da kaum noch einer. Es wurde danach geschlossen.
Achso, wir sind Chris, ja. Ich wusste, dass Chris... Ich denke immer bei Chris automatisch an Junge, weil es kann auch ein Mädchenname sein, offensichtlich. Aber ja, das hat mich gerade ein wenig verwirrt. Wer waren die Opfer? Das würde sie fragen. Wer waren die Opfer? Halt, Leute. Einige aus der Stadt, einige blieben unbekannt. Menschen. Die Morde waren ziellos. Es gab kein Muster. Von wie vielen reden wir denn? Das ist nicht ganz sicher. Weil die Leichen nie gefunden wurden. Nur Teile davon. Eindeutig aufgeregt. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir einen neuen Drehort brauchen? Nee, Blödi. Sondern, dass wir schon den besten Drehort haben. Woher weißt du? Denk mal nach. Unser Film wird in einem echten Mordstahlwerk gedreht? Das ist kostenlose Publicity, Mann. Oh. Die Leute werden ins Kino strömen. Wir werden total berühmt. Okay, gut. Ein paar Zuschauer... Wenn der Film gut ist, ja. Aber was, wenn er ihnen nicht gefällt? Dann müssen wir eben zusehen, dass ihnen diese letzten paar Szenen den Schädel wegpusten. Oh, fuck! Aber nicht, wenn unsere Scheißkamera im Arsch ist! Oh. Hey, vielleicht können sie die Kamera ja im Drugstore reparieren. Also, ja. Also... Den Rest in der Apotheke? Des Budgets habe ich für die T-Shirts verschleudert. Falls du niemanden kennst, der einen Film finanzieren möchte, stehen wir ganz schön dumm da. Wer bist du? Ich mach das egal, Papa. Papa, no tengo 16 años y ya no vivo en esta casa. Hi. Willst du mich auch nerven? Howdy, Partner. Alles okay? Hey, alles okay? Was ist los? Nichts. Alles gut. Klang aber nicht so. Mom wird krank und ich lasse in New York alles stehen und liegen, um hier zu helfen. Und er tut so, als würde ich rumgammeln. Es ist ihm egal, was ich aufgeben musste. Er macht sich sicher nur Sorgen um Mom. Ja, ich auch. Deshalb bin ich hier. Wie kommt er dazu, mir Hausarrest zu geben, als wäre ich 16? Absolut. Was denkt er sich dabei, hm? Tut mir leid. Ich musste nur etwas Dampf ablassen. Verständlich. Mom kann echt darauf verzichten, dass wir uns streiten. Stimmt. Ja, und du hast unglaubliche Arbeit geleistet. Ehrlich, ich weiß nicht, was wir ohne dich tun würden. Oh oh. Was? Linda, wo ist die Reimeglocke? Klingeling. Was ist die Reimeglocke? Mein lieber Bruder neigt dazu, richtig aufzutragen, bevor er dich um einen Gefallen bittet. Nein, ich spreche aus tiefstem Herzen. Okay, was wollt ihr von mir? Wir drehen einen Film und stehen so kurz vor dem Abschluss. Wir brauchen nur ein kleines bisschen mehr Geld. Na klar, das kennen wir ja. Was Jaime sagen möchte, ist, dass unsere Kamera heute kaputt ging und wir Geld zum Reparieren brauchen. Autsch. Wie viel braucht ihr? Das wissen wir nicht. Lieber immer nach mehr fragen, denn wenn man dann runterhandelt, klingt das auf einmal nicht so viel. So nach dem Thema, ich brauche 300 Euro. Was? 300 Euro? Ja, komm... 150 würden auch gehen. Er kriegt vielleicht 100 von mir. Und man braucht eigentlich nur 50. So ungefähr. Nein, also ja, 20 Kröten sollten reichen. Nur etwa 20 Kröten? Das sollte reichen. $20? Das ist kein Kleingeld. So viel kosten Kamerareparaturen heute nun mal. Ernsthaft? Wir möchten hier was Gutes viel Geld schaffen. Und das ist nicht billig. Kriegt ihr nur damit den Film fertig? Ja. Na gut, ich bin dabei. Oh. Wie könnte ich die Kunst behindern? Wirst es nicht bereuen. Und heute Abend will ich die Garage. Was? Warum? Weil ich sie brauche. Da ist all unser Zeug für den Schnitt. Das ist die Abmachung, so oder gar nicht. So, in Ordnung, macht man den Schnitt halt einen Tag später. Abgemacht.
verschleudert es nicht. Keine Sorge. Ich investiere es gut. Wir reparieren damit die Kamera. Du weißt, wofür das Geld ist. Bist du okay? Du wirkst etwas benommen. Alles gut, aber was ist in diesem Kunstblut? Ich glaube, das ist echtes Blut mit Minzgeschmack. Oh, ja. Da stand drauf, man soll längeren Hautkontakt vermeiden. Du hast doch bestimmt gleich alles abgewaschen, oder? Du glaubst doch nicht, dass es wirklich giftig ist, oder? Das ist ein Horrorfilm, Reime. Es kann jeden treffen. Jederzeit! Hoffentlich können Sie die Kamera noch reparieren, bevor Sie schließen. Warum in einer Apotheke? Was überhaupt kann. Hey, denk positiv. Das ist eine Apotheke. Ist ja nicht so, als hätten wir in dieser Stadt die Wahl. Was? Wie wär's damit? Ich dachte, der Laden steht leer. Gibt wohl einen neuen Mieter. Ist immer noch besser als eine Apotheke. Kuriositätenläden-Kameras überhaupt? Wo mein Großvater wohnte, gab's auch so einen Laden. Der Besitzer bastelte an lauter altem Kram rum. Man weiß nie. Da gibt's sicher lauter cooles altes Zeug. Alles ist besser als eine Apotheke, um seinen Elektrokram da zu reparieren zu lassen. Ja, auf jeden Fall der Kuriositätenladen. Warum nicht? Ich bin schon neugierig auf diesen speziellen Laden, ne? Warum ist das überhaupt eine Frage? Du bestimmst. Du bist zuerst in den Kuriositätenladen gegangen? Mann, was soll ich in der Apotheke? Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, der Laden ist schon... Die Kamera braucht keine Schmerzmittel, so funktioniert das nicht. Was für den Film. Das wäre verlockend. Was, wenn der Eigentümer ein irrer Serienmörder ist, der Teenager entführt und zu Antiquitäten verarbeitet? Dann ist das unser Jackpot. Schaut mal die Sachen. Oh, Kameras. Die sehen nicht mehr ganz so ein Wunder. Die Besten stehen nie im Schaufenster. Wir müssen ihr habt da eine umsehen. Super 8 in der Hand. Das, was da im Schrank liegt, ist die Generation davor. Schade. Tja, so viel dazu. Wir können auch zum Drugstore, bevor er zumacht. Wonach sucht ihr, wenn ich fragen darf? Anscheinend nach einer Apotheke. Hallo? Hallo? Wir haben die Kameras gesehen. Wir suchen gerade nach Ersatz. Für die? Oh, aber natürlich. Bitte. Kommt doch rein. Uhr, endlose Kuriositäten. So, mal sehen. Ich habe etwas im Lager, was mich interessieren könnte, wenn ich es finde. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Okay. Und seht euch ruhig um. Ihr wisst nie, welche Schätze ihr hier findet. Uns wie zu Hause fühlen? Hier? Warum nicht? Ist doch gemütlich. So maroder kapitalismusmäßig. Cool. Ich würde gern so einen Kuriositätenladen durchstöbern. Gibt's hier Schachfiguren? Loot! Und was haben wir hier denn? Wem auch immer das früher gehört hatte, hatte echt Pech. 4. September 1980. Verkaufsmitteilung. Sehr geehrter Herr Oslin. Dieses Schreiben bestätigt, dass eine Einigung bezüglich des Verkaufs von Netznacks erzielt wurde. Ignorieren wir diesen Namen mal. Mein Mandant hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er den Laden trotz Ihrer Einwände umbenennen wird, um mögliche Verwirrung bezüglich des Eigentümerwechsels zu vermeiden. Alle rechtlichen Dokumente wurden unterschrieben und die Zahlung sollte noch vor Ende diesen Monats bei Ihnen eingehen. Der geschätzte Unternehmenswert mag zwar unter Ihren Vorstellungen gelegen haben, doch ich versichere Ihnen, dass es sich dabei um einen angemessenen Preis handelt. Angesichts Ihrer aktuellen finanziellen Lage und Ihrer persönlichen Probleme ist es sicher im Interesse aller Parteien, den Verkauf schnellstmöglichst abzuschließen. Mein Mandant möchte Ihnen zudem sein Mitgefühl Hinblick auf Ihre jüngsten Schicksalsschläge aussprechen, die Ihre Versicherung nur wenig für Sie tun konnte. Hoffen wir, der Erlös reicht für eine Anzahlung aus, sobald Sie etwas Neues gefunden haben. Ich schätze, die Lehre, die man aus Ihrer Situation ziehen kann, ist, dass Brände, Diebstahl und Unfälle eben nicht immer nur den anderen passieren. Wobei sie das Pech in letzter Zeit geradezu anzuziehen scheinen. Die Nachricht über den furchtbaren Mord in ihrem Laden, bei dem sie ihre geliebte Belinda verloren,
hat meinen Mandanten besonders mitgenommen. Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass sie nicht in diesem Fall ermitteln wird, da sie sich mit dem Verhalten von Krähen nicht gut genug auskennt, um den Täter ausfindig zu machen. Mein Mandant wird jedoch Rache für sie üben, sollten sie jemals zurückkommen. Hoffentlich können sie etwas Abstand von diesem tragischen Vorfall gewinnen, nachdem sie Shadow Hills verlassen haben. Die Zeit heilt schließlich alle Wunden und vielleicht adoptieren sie eines Tages ja sogar wieder eine Katze. Dieses Schreiben ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Was geht denn da ab? Und das wirft immer mehr Fragen auf. Was zur Hölle ist da passiert? Ich denke, er hat irgendeinen geliebten Menschen verloren. Da stellt sich raus, dass es eine Katze ist. Warum muss man deswegen direkt die Stadt verlassen? Warum ist man direkt deswegen in einer Schuldenfalle? Ich meine, klar, da scheint irgendeine komische Organisation ihr Unwesen, so eine Art wahrscheinlich Mafia, irgendwas rumzutreiben. Oder vielleicht sind es auch wirklich einfach nur Krähen, die Katze umgebracht haben. Wer weiß? Was zur Hölle? Abschließend will ich Sie noch darüber in Kenntnis setzen, dass der neue Eigentümer Sie freundlich darum bittet, alle persönlichen Gegenstände baldmöglichst aus dem Laden zu räumen. Er befürchtet, Sie könnten vergessen, das riesige Gemälde von Belinda und Ihnen mitzunehmen, das über der Theke hängt. Sollten Sie noch nicht bereit dazu sein, möchte mein Mandant Ihnen anbieten, es persönlich für Sie zu entsorgen. Hochachtungsvoll, R. Straker. Oder R. Straker. Ich habe die Aufgabe, mit Linda zu reden, aber ich will Loot lokalisieren. Hier ist doch bestimmt irgendwo Loot im Laden. Es würde mich wundern, wenn hier kein Loot im Laden ist. Eine Krähe. Das finde ich ganz cool. Ich meine, die wird wahrscheinlich ausgestopft sein und echt sein. Das finde ich nicht so cool, aber so eine Krähenstatue, wenn es nicht unbedingt eine echte Krähe ist, hätte ich eigentlich auch gerne in der Wohnung stehen. Ich mag nur keine echten ausgestopften Tiere. Auch wenn manche Leute meinen, das würde dem Ganzen noch einen gewissen Flair geben. Aber wenn es echt aussieht, reicht mir das völlig aus. Ich muss keinen echten Vogel hier irgendwo rumstehen haben. Gut. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin jetzt hier die Eigentümerin des Ladens. Ich meine, selbst wenn die Tür aufgewiesen wäre, warum hätten wir da hingehen sollen? Videotape? Okay. Noch mehr Monster? Der Fallensteller. Ich war damit nachts zu kuscheln. Der lächelnde Erbe des Macmillan-Anwesens. Ist ganz cool mit der Beleuchtung. Also ich hätte so einen gerne. Aber warum stand da eigentlich 3 von 12 gefunden? Wer war denn der dritte? Ich kann mich nur an eine zweite Figur erinnern. Und was haben wir hier? Einen Button. Smiley! Interessant, die Kuriositäten hier. Ein Fernseher. Wer will sich das denn ansehen? Was ist da überhaupt zu sehen? Und beruhige dich mal, dein Film ist auch nicht viel besser. Ist hier da noch irgendwas? Lassen wir den jetzt einfach an? Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Kein Plan, was das ist. Aber sieht nach Schmerzen aus. It looks like pain. Loot, ich wusste es. Kartoffel. Immer dieser Bait. Ah, hier haben wir noch eine Hasenmaske. Die ist auch von irgendeinem Killer, meine ich. Das kommt mir alles bekannt vor. Süßes Häschen. Ich meine, ich habe Dead by Daylight, wie gesagt, nie gespielt, aber man kennt natürlich einiges, weil man bekommt natürlich ein bisschen was mit. Das sind so Spiele, um die man nicht wirklich ganz drumherum kommt. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie hier sehr viele Easter Eggs eingebaut haben. Hallo Linda.
guckst ein bisschen verdeppert. Warst du schon im Drugstore? Was willst du? Also, wenn sie mit einer riesigen Kettensäge auf uns zuläuft, wäre ich schon ziemlich enttäuscht. Kettensägen! Ihr habt Glück. Ein sehr edles Stück. Das Ding ist auf jeden Fall das Vorgängermodell der Super 8. Darf ich? Natürlich. Es kostet genau $20. Woher wussten wir das? Sie ist ziemlich alt. Könnte. Was redest du da? Aber wir hatten uns eigentlich was anderes vorgestellt. Die ist vielleicht 10 Jahre alt. Das ist nicht alt für eine Kamera. Was wollen Sie denn dafür? Ah, da ist ein winziges Preisschild dran. Aber leider, ich habe meine Lesebrille vergessen. Schau du doch mal selbst. Oh, bitte lüg sie nicht an. Da steht $20. Das stand da dran, ich hab's gesehen. 20 Kröten. Das ist ist völlig in Ordnung. Es ist eine alte Dame. Okay, sicher. Ich finde, das klingt vernünftig für so ein Teil. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Kamera. Oh, aber bitte keine Ursache. Es ist wirklich schön, wenn junge Leute eine Leidenschaft für die Künste haben. Ja. Ja, die haben wir. Haben wir jetzt die andere da liegen lassen? Tatsache. Dann hätten wir den Preis aber ruhig echt ein bisschen runtertreiben können. Ich meine, die Kamera funktioniert ja, nur die Linse ist kaputt. Wartet mal, ich Schussel hab meiner Mom versprochen, auf dem Heimweg Milch zu kaufen. Oh, soll ich das? Halt das, bin gleich zurück. Nicht fallen lassen, warte, nicht Chris, wegwerfen. Wir haben alles ausgegeben. Notfallsockenmünze! Notfallsockenmünze? Wer zur Hölle bewahrt Geld in seiner Socke auf? Und warum? Ihr wisst, dass es etwas gibt, das sich Portemonnaie nennt, ne? Warum? Warum muss ich überall auf meine Figuren zugreifen können? Das ist so ein Bait. Dafür gibt es etwas, das nennt sich Menü. Verfluchte Filme? Echt? Best Left Buried. Sonst nichts zu berichten? Ruhe in Frieden, die düstere Mythologie des verlorenen Films von Joe Blue. Lüfte den Schleier nicht, mein Freund, denn du willst nicht sehen, was sich darunter verbirgt. Manche geheimen Schriften vergisst man besser. Boris Carlson, The Devil's Spawn, 1931. Es gibt Filme, die mit der Zeit verloren gingen. Was zurückbleibt, ist ein Mysterium. Diese verlorenen Filme haben sowohl Filmhistoriker als auch Verschwörungstheoretiker in ihren Bann gezogen. Doch nicht etwa, weil sie sich den Darbietungen der Schauspieler ansehen oder die Arbeit des Regisseurs bestaunen wollen, sondern weil sie glauben, die wenigen existierenden Aufnahmen zusammenzustückeln und mit ihrer Hilfe einen Blick auf eine dunklere Realität erhaschen zu können, die vor der Kamera gefangen wurde. Okay. Kann ich ein bisschen Ladendiebstahl begehen oder so? Ich meine, ich suche immer noch meine Kartoffel. H-Lips. It's behind you. Wenn ich mich jetzt gleich umdrehe, ist irgendwas hinter mir. Okay, hier sind ein paar Sachen, aber... Was? Wonach genau suche ich hier? Kartoffel? Es ist... durchnässter Schuh. 4 Namen, 4 Prüfungen. Konnte nicht so schnell lesen. Bin enttäuscht. Ich meine, ich habe eine Kartoffel erwartet. Aber nicht Birkenstocks. Naja. Gut. Hätten wir das geklärt? Was zu trinken wollten wir, oder? Milk. Missing. Kind. Benny Baker. Vermisst seit dem 24.04.80. Ort Garfield. Haarfarbe dunkelbraun, Augenfarbe dunkelbraun, Größe 137 cm, Gewicht 29 Kilogramm. Wenn Sie diesen vermissten Jungen sehen, rufen Sie bitte das Shadow Hills Sheriff's Department vermisste Personen an.
364-555-0142. Go, go, ruf da jetzt sofort alle an. Es wird bestimmt eine echte Nummer sein. Was ist eigentlich daraus geworden, so... Ich meine, wird das in Amerika immer noch gemacht, so vermissten Sachen auf Milchpakete zu drucken? Kann ich das spielen? Start? 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 Insert coin to play. Ich hab keinen Coin. Muss ich erstmal Milch kaufen hier. Hello? Könnte auch einfach rausgehen. Aber nein, ich bezahle. Ich brauche ja einen Coin für die Maschine. Hey, Chris. Robert. Ist das der Sheriff? Ich dachte, du arbeitest in der Bücherei. Nicht bei der Polizei? Woher weißt du das? Ich habe dich dort noch nie gesehen. Ich habe überall Spione, Mann. Also Linda. Ertappt. Du kannst ruhig mal vorbeikommen, weißt du? Bücher beißen nicht. Oh, Linda ist der Bücherwurm. Ich bin eher der Kinowurm. Ich glaube, den Wurm gibt es nicht. So wie den Bücherwurm. Fair point. Ah, okay, wir schließen in circa 2 Minuten, also. Oh, gut, ja. Ich wollte noch eine Runde hier drüben spielen. Okay, das macht 25 Cent. Okay. Hol ich aus meiner Socke raus. Ja. In nur nicht dran riechen. Sehe ich solche Beträge natürlich nicht. Eigentlich sehe ich gar keine. Ich arbeite ehrenamtlich. Nicht übel, wenn man gerne liest, schätze ich. Hm, stimmt. Wir haben eine coole Horrorabteilung. Wusste nicht, dass du Horror magst. Nur Bücher? Filme, Comics auch. Was ich in die Finger bekomme. Weißt du, Reime, Linda und ich drehen einen Horrorfilm. Im alten Siederhills-Stahlwerk. Echt jetzt? Wir könnten jederzeit Hilfe gebrauchen, wenn du auf sowas stehst. Ich stehe voll drauf. Aber? Weiß mein Dad, dass ihr ins Stahlwerk geht? Deswegen sieht er aus wie der Sheriff. Ja, wir sind ihm heute begegnet. Aber wir schleichen uns nochmal rein, um den Rest zu drehen. Er steht direkt hinter mir. Oder? Ich wäre echt gerne dabei. Bei was denn? Hey, Dad. Bei dem Film. Ja, Chris hat mir gerade erzählt, dass sie, einen Film dreht. Wir organisieren eine Spendenaktion. Filmvorführung. In der Bücherei. Okay. Willst du mitfahren? Oh ja, ich hole nur schnell meine Tasche. Man könnte auch einfach sagen, sie drehen einen Film. Also, das weiß der Sheriff ja. Das muss ja nur nicht mehr im Stahlwerk geschehen, aber irgendwie will man den Film ja trotzdem zu Ende drehen. Das würde ja Sinn ergeben. Hi. Chris. Tut mir leid, dass ich gerade so streng mit dir und deinen Freunden war. Ich wollte nur, dass ihr mich ernst nehmt. Ich habe von Frank Stone gehört. Kapiert. Ich habe von Frank Stone gehört. So ein Ding wimmelt sich ja von Dämonen. Wenn du meinen Job lang genug machst, wird dir klar, dass es überall Dämonen gibt. Menschen sind Dämonen. Ja. Bis dann. Darf ich jetzt das Spiel spielen? Hey. Ich kann euch ohne sein Wissen ins Stahlwerk bringen. Sagt nur Bescheid. Das Stahlwerk ist riesig, der kann's sowieso nicht alles gleichzeitig beobachten. Das Problem ist, wenn er gucken kommt und einmal durch die Gegend läuft. Ich glaube, das Reinkommen ist weniger das Problem. Im Lauf der Jahrhunderte trug ich viele Masken. Dr. Und das Spiel nicht spielen. War renommiert. Und kompetent. Frank Stone vertraute sich mir an. Erlaubte mir, sein Potenzial zu entfesseln in den düsteren Tagen in der Psychiatrie. Nun, eine neue Gestalt und Zeitachse. Eine neue Chance.
Ihnen die Kamera zu verkaufen war unfair, selbst für mich. Sie ahnten nicht, welche Macht sie damit hatten. Oder welche Schrecken im Stahlwerk auf sie warten würden. Dann hätten wir den Preis erst recht drücken sollen. Welcher Schöpfer würde nicht für seine Kunst leiden? Hätte ich wenigstens das Spiel spielen können. Ich weiß, ich habe merkwürdige Prioritäten, aber... These walls have eyes. Garant Manor, 2024. Wir sind wieder in der Gegenwart. Meine Güte, träumt die eigentlich alles? Okay, okay. Linda, 22:09, Salon. Oh, wir sind sie. Der einzig vernünftige Mensch. Mitfühlend. Alles okay oder nachforschend? Nachbohrend. Ist das nicht das Gleiche? Alles okay? Alles okay? Ja. Ich bin wohl kurz eingenickt. Warte. Was war nochmal mit Augustine? Wir sind besorgt, weil sie eingeschlafen ist? Nicht, weil sie schlecht geschlafen hat? Sehr dringend in ihr Privatreliquiar. Hey, da wir alle wieder wach sind, können wir kurz Augustine vergessen und über den 300 Meter langen Elefanten im Raum reden? 300 Meter ist die Durchschnittslänge eines Filmstreifens? Oh. Wir haben uns bisher alle ziemlich bedeckt gehalten. Was? Es ist nicht mein Film. Ich habe nur mitgemacht, nicht Regie geführt. Technisch gesehen sind es dann 900 Meter, weil wir drei Versionen davon haben. Ich meine, wie wir uns alle über unsere Streifen ausschweigen. Oh, ja. Ob offiziell dein Film oder nicht, es ist definitiv das berüchtigste Projekt, mit dem du assoziiert wirst. Sammler verfluchter Filme suchen schon seit Jahren vergeblich nach einer Spur davon. Und jetzt sind wir alle hier. Jeder mit seinem Stück von diesem mysteriösen Kuchen. Eine ziemlich große Sache. Also gehören alle unsere Streifen zu dem Film, den du mit deinen Freunden gemacht hast, Linda? Wenn sie echt sind, ja. Meins ist echt. Und was hat das alles mit diesem Fluch auf sich? Tödliche Ausschreitungen, CIA-Verhöre und völlige Realitätsflucht. Weil er so selten ist, wissen nur ein paar Leute davon. So heißt es. Wenn Augustine die einzigen bekannten verbleibenden Teile haben will, muss sie gut bezahlen. Warum will sie ihn so dringend? Ich meine, er ist doch nicht wirklich verflucht, oder? Ich lebe ungern in der Vergangenheit. Wir sind hier, jemand möchte unsere Filmabschnitte kaufen. Mehr interessiert mich gerade nicht. Die Herkunft macht viel aus bei einem erfolgreichen Verkauf. So wie Motive. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde zu gern wissen, warum Augustine so versessen ist, diesen Film zu haben. Also, die erste Regel lautet, finde alle Infos über deinen Gegner raus, die du kriegen kannst. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Ladies. Aber ich brenne darauf, mir dieses große alte Haus voller Kuriositäten anzusehen. Dürfen wir uns denn umsehen? Was sagst du dazu? Willst du lieber rumsitzen oder hinter die Kulissen schauen? Also ich als Person will mich lieber umschauen, aber sie... würde, glaube ich, eher hier bleiben. Befehlen? Worauf wartest du noch? Abweisen? Ja, ich bleibe hier. Ich bleibe lieber hier. Dein Pech. Ich sage ja, ich würde mich, glaube ich, eher umsehen wollen, aber... Halt's Maul da draußen. Ich nehme an, es ist keine Liebeskomödie. Es gab da diesen Killer namens Frank Stone, der seine Opfer im Stahlwerk von Cedar Hills verstümmelt hat. Ein Bolzen? Okay...
Glaubst du echt, Augustin könnte was im Schilde führen? Also, dass sie vielleicht ihren Teil des Handels nicht einhält? Zynisch oder misstrauisch? Das erscheint einfach zu gut. I don't know. Ich meine, Sammler bezahlen viel Wert. Also, ganz ehrlich, die müssen das ja jetzt irgendwie aus eher aus einer rationalen Sicht sehen, nicht so aus einem, ja, da geht irgendwas Magisches oder Düsteres oder Ominöses oder sonst was ab. Und ich würde es halt einfach so sehen, es ist eine Sammlerin. Natürlich bezahlt die viel Geld dafür, vor allen Dingen, wenn sie viel Geld hat. Weil Millionäre häufig nichts Besseres mit ihrem Geld zu tun wissen, als irgendwas zu sammeln. I don't know. Mach dir keine Hoffnung. Aus Erfahrung sage ich dir, mach dir keine Hoffnungen. Warum? Gerüchte. Ich weiß jetzt nicht, was sie denen versprochen hat, aber... Folge Stan, jetzt doch? Hey! Das hier solltet ihr euch vielleicht mal ansehen. Sei doch ruhig da drüben. Ich gehe lieber hier lang. Wir sind eingesperrt! Naja, sind wir nicht, aber trotzdem. Warum ist die eine Tür zu? Wir können uns auch zusammen umsehen. Es sei denn, du willst alleine hier bleiben. Okay. Wow, verrückt, dass dein kleiner Maddie Bär an so einem Ort landet, was? Was? Oh, gar nichts, vergiss es. Warum hast du so geschrien? Sieh dir das an! Hier musst du mal einen Film drehen. Warum? Weil es verdammt cool ist. Ist schon ein geiles Set. Ich kann mich ja mal umsehen. Da brauchst du dich nicht viel umsehen. Dieser Ort wäre echt der perfekte Schauplatz für einen Film. Jetzt auf einmal. Oder wolltest du ihm das nur nicht... Archibald? Das war ein komisches Geräusch. Aus Italien. Also die Archibald Macmillan. Und der Gürtel. Hab ihn billig bekommen. Okay. Von einem, der einen kennt, der einen Hosenprofi kennt, von dem habe ich diese Hosen, die dann einer, den ich direkt kenne, genau für mich angepasst hat. Der hat mir auch das Jackett besorgt. So eine Heimattunnel. Super limitierte VIP-Klappe. Pass auf. Willst du What the fuck? Okay. Der Doch, Murder Mystery hier? Sieht aus wie praktisch jeder Raum im Haus. Es ist halt ein Überwachungsraum. Sag ja, Murder Mystery. Und zwar in jedem Raum im Haus. Also das geht ja wohl über die übliche Überwachung hinaus. Was meinst du? Ich habe das Gefühl, unsere Gastgeberin hat einfach viele wertvolle Dinge und will genau wissen, wer hier ein- und ausgeht. Zeitmaschine? Das ist eine Zeitmaschine? Das sieht für mich aus eher wie der... Dieser Dings in der Schweiz, dieser Large Hadron Collider. Ich weiß gerade nicht den deutschen Namen. Der Protonenbeschleuniger oder so ähnlich. Ein Baum. Okay. Ist, glaube ich, auch aus Dead by Daylight, wenn ich mich nicht irre. Weiß irgendwie, oder irgendwie weiß ich erstaunlich viel über dieses Spiel dafür, dass ich es nie gespielt habe. Aber da kommt einem doch schon sehr viel bekannt vor. Sehen wir uns die anderen Etagen an, sehr gut. Warte. Moment mal. Was? Bevor das alles hier weitergeht, muss ich wissen, wie ihr beide euer Stück vom Film bekommen habt. Also, das ist kein Geheimnis. Nachdem meine Mutter vor ein paar Monaten starb, fand ich es bei ihren Sachen. Maddie, wie war der Name deiner Mom? Beide, oder? Hieß sie Bonnie Rivera? Ja, das... Woher weißt du das? Du siehst aus wie sie. Kanntest du sie? Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Ihr kleiner Bruder Jaime war einer meiner engsten Freunde. Onkel Jaime. Ich bin ihm nie begegnet. Ich wusste gar nichts von Bonnies Tod. Ja, es war ziemlich plötzlich.
Wow. Maddie, das ist echt traurig. Sehr berührend. Also es war die, die uns das Geld da gegeben hat anscheinend. Sorry, dass du das durchmachen musstest. Tut mir leid, dass dir das passiert ist. Es ist nie leicht, jemanden zu verlieren. Danke. Ich habe zum Glück schon so einiges erlebt. Ach, Bonnie. Hätte mit ihr in Kontakt bleiben sollen. Hast du dich nicht gefragt, wo unsere beiden Streifen herkamen? Ja, hau raus. Das willst du mir wahrscheinlich nicht erklären. Natürlich. Und? Naja, das kann ich dir aber nicht einfach so erzählen. Solche Informationen sind sehr wertvoll. Dann sei doch einfach ruhig. Weißt du was? Darauf komme ich später zurück. Weißt du was? Geh einfach alleine weiter. Ich will eigentlich woanders hin. Aber Spiel... Ja. Geh alleine weiter. Haben wir hier noch irgendwas anderes, was wir erkunden können? Hier zum Beispiel? Nein. Alle Türen, die keine Klinken haben. Da kann man grundsätzlich nicht durch. Das ist sowohl in diesem Spiel so, als auch in Real Life. Was haben wir denn hier oben so? Coole Statue. Aber da fehlt ein Teil. Aha. Ich kann euch nicht sagen, was. Wow. Aber jeder Dead by Daylight-Spieler würde es wahrscheinlich wissen. Wow. Was für eine Arbeit. Und die Details. Das ist wirklich schön. Kann ich das bewegen? Nein, da muss erst was rein noch. Das Antlitz des Bösen. Lüsterner Schund. Die wahre Geschichte. Hat Frank Stone gestoppt. Ich kannte das besser. Bist du fertig? Gut, darf ich jetzt auch? Das Antlitz des Bösen. Die wahre Geschichte von Frank Stone. Er erzählt von dem Mann, der ihn aufgehalten hat. Sheriff Lloyd Kussisch. Das Antlitz des Bösen. Wusste schon immer, dass etwas mit dem Stahlwerk nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob Vorahnung das richtige Wort dafür ist. Mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, dass ich es unter die Lupe nehmen muss. Ich habe es im Auge behalten und mich hin und wieder mit dem Nachtwächter, einem liebenswerten alten Witzbold namens Tom Holt, ausgetauscht. Aber das Stahlwerk ist riesig. Es buscht der Ratte jede Menge Versteckmöglichkeiten. Und der alte Tom hatte einfach nicht den richtigen Riecher für sowas. In dieser schicksalshaften Nacht hatte ich einen meiner Deputies zum Kontrollieren losgeschickt. Meine erste Wahl war er nicht, denn er kam nicht aus der Gegend und grün hinter den Ohren war er auch noch. Aber ich hatte ihn lediglich gebeten, die Stellung zu halten und Bericht zu erstatten, sollte ihm etwas Verdächtiges auffallen. Als Tommy sich dann bei mir meldete, wusste ich sofort, was los war. Der Grünschnabel lief im Stahlwerk geradewegs in sein Verderben. Er war diesem Monster Stone nicht gewachsen. Ich musste schnell reagieren. Mein Dad war früher beim Militär und hat stets zu sagen gepflegt, keiner wird zurückgelassen. Als ich am Schmelzofen ankam, hatte ich das Gefühl, geradewegs in die feurigen Tiefen der Hölle gelaufen zu sein. Oben auf der Plattform stand Stone, einem garstigen Wasserspeier gleich. In den Händen hielt er ein unschuldiges Baby. Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass ich Angst hatte. Mir blieb nicht viel Zeit zu überlegen. Ich musste handeln. Also zog ich meine Waffe, atmete einmal tief durch und betete in Gedanken, dass mein Schuss sitzen würde. Seit diesem Moment denke ich jeden Tag der Kraft, die über uns wacht, dass ich mein Ziel getroffen habe, dass Stone damals zu Boden ging und nie mehr auch nur ein einziges Verbrechen verüben konnte. Nachdem Stone getötet worden war und seine Verbrechen ans Licht kamen, gab es eine Menge Fragen und niemand wollte die Antworten darauf dringender wissen als ich. Holy shit, lesen wir jetzt das ganze Buch? Nee, nur zwei Seiten. Es stellte sich schnell heraus, dass Stone seine Stelle durch das Arbeitsprogramm für Sträflinge erhalten hatte, an dem das Stahlwerk von Cedar Hills teilgenommen hatte. Auch wenn ich es gerne Shadow nennen würde, aber die Charaktere nennt sie auch Cedar.
Hatte man gute Absichten gehabt, sicherlich. War es dennoch eine unkluge Entscheidung gewesen? Absolut. Diese Seelenklempner und Psychologen mögen zwar tolle Ideen haben, aber sie verstehen solch barbarische Wesen wie Frank Stone einfach nicht. Sie sehen, was sie sehen wollen, hören, was sie hören wollen und das nur, damit sie irgendwann rufen können: Er ist geheilt! Ein Wunder ist geschehen! Man kann das Böse nicht heilen. Glaubt mir, manche Menschen kommen bereits verdorben auf die Welt und wenn man sie einfach machen lässt, breitet sich diese Fäulnis aus und befällt die Grundfesten von allem, was rechtschaffene Menschen wie euch und mir am Herzen liegt. Nachdem Cedar Hills auf die harte Tour gelernt hatte, wozu Frank Stone in der Lage war, zuckten die Chefs, die ihn eingestellt hatten, nur hilflos mit den Schultern und meinten: Wo hätten wir denn das wissen sollen? Es gab keinerlei Anzeichen. Er hätte sich immer abseits gehalten. Er war ein richtiger Einzelgänger. Und genau das ist das Problem. Niemand kannte Stone gut genug, um einschätzen zu können, was er wirklich vorhatte. Er hat alles für sich behalten, seine dunkelsten Geheimnisse eingeschlossen. Stone war kaum tot, da stürzten sich bereits jede Menge Auswärtige, die mitmischen wollten, wie die Geier auf Cedar Hills. Anwälte, Reporter, Gaffer, alles dabei. Und viele stellten die Wahrheit nicht zufrieden. Sie wollten behaupten, es sei eine Verschwörung gewesen, meinten, er habe für diese Verbrechen einen Komplizen gebraucht. Ich persönlich habe das nie geglaubt. Keine einzige Sekunde. Ich weiß schließlich aus erster Hand, dass er allein war. Habe es mit eigenen Augen gesehen. Allen, die anderer Meinung sind, möchte ich nur eins sagen. Cedar Hills braucht kein zweites Monster. Ja, ob es das braucht oder nicht, ist eine Sache, aber... Naja. Ich muss zu Maddie. Muss krass sein, jemanden zu treffen, der ihre Mutter kannte. Ja. Okay. Wo ist und sie was hin? Was würdest du tun, wenn du hier drin wärst und nicht ich? Niemals. Du würdest die Wände hochgehen und einen Ausweg suchen. Okay, sie ist verrückt. Ich will doch nicht mit ihr reden. Nicht in einer Million Jahren. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Haha. Wer hätte es gedacht? Loot? Ach, nee, nur wieder diese Kiste. Ich bin enttäuscht. Kann ich hier rausgucken? Also ja, kann ich, aber nicht mit einer Tätigkeit. Augustins Sammlung ist einzigartig. Dieser Ort würde dich garantiert umhauen. Und dann würdest du mich hier wahrscheinlich rauswerfen und alles für dich behalten. Wait, what? Mit wem sprichst du da? Was? Ich... was meinst du? Mit Bonnie? Vielleicht? Ich war in Berlin, in der Schule, als ich von ihrer Krankheit hörte. Aber es war Prüfungszeit und... Sie sagte, ich soll zu ihr kommen, wenn ich fertig bin. Das tat ich auch. Aber... Da war es auch schon zu spät. Sie starb, als ich über dem Atlantik war. Alles ging so schnell. Ich merke noch gar nicht, dass sie weg ist. Also tue ich so, als wäre sie es nicht. Sie konnte gut reden. Ja, das stimmt. Hey, schau mal hier. Das war letzten Sommer. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber... Kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Ach, sie hat uns Geld geliehen. Tja. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand sonst. Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte und niemand konnte sie aufhalten. Das klingt nach Mom. Hast du ein paar Storys? Ich würde mir aber Sorgen machen, wenn die Mutter die Krankheit hatte, jetzt sie, dann wird, dass sie die vielleicht auch haben, wenn das so eine Erbkrankheit ist. Eine Sache habe ich noch nie jemandem erzählt, kurz angebunden. Man sollte nicht, ah, nee, komm, nostalgisch. Ja. Ja, da gibt's was, an das ich denken musste. Ich hab's bisher niemandem erzählt. Es ist schon lange her. Wir wollten nur einen Film drehen. Jaime, Chris und ich.
Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. In jener Nacht, wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause, fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen, hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Und genau mittendrin war Bonnie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das sind die Leute immer nur, wenn sie denken, sie sind alleine. Dann sind sie im Einklang mit sich. Nicht, wenn andere Leute dabei sind. Deswegen kann man das auch nur bei Leuten sehen, wenn sie denken, sie sind unbeobachtet. Danke. Hey, hey Leute! Seht! Was? Ich sehe gar nichts. Na, da! Genau da! Oh mein Gott, da draußen ist jemand! Oh nein! Das könnte jeder sein. Augustin hat mit so etwas gerechnet, hat sie das? Ich habe das Gefühl, dass Augustin mit sowas schon gerechnet hat. Sie hat hier so viele Kameras, dass ihr nicht mal eine Maus entgeht. Bei diesen Maßnahmen sind wir wohl ziemlich sicher. Okay, Hallo. Also, meint ihr, wir sollten Augustin suchen? Sie informieren? Auch wenn wir es ihr sagen wollten. Würden wir sie nicht finden? Also, sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquiar. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Hier sind überall Artefakte. Genau. Also, und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Guter Gedanke. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch, auch kein Geräusch. Also ist das wahrscheinlich der sicherste Ort. Ob Augustin da drin ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie drin ist, weil sie offensichtlich verschlossen ist. Von außen. Da fehlt ein Teil, um diese Tür zu öffnen. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt von drinnen abschließen kann, ehrlich gesagt. Und dann wiederum ist es auch nicht der sicherste Ort. Das ist so ungefähr, als würde man sich in einen Safe einer Bank begeben. Und der würde zugehen. The Phantom of Cedar Steel. Cedar Hills, 1980. Warum brauchen Sie so lange? Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Spanisch. Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Was ist so schlimm daran, pünktlich zu sein? Oder wenn man von anderen erwartet, dass sie pünktlich sind. Aufgewühlt, nicht so laut. Ja, was? Genau richtig. Was, hey, wer soll da genau schon irgendwas hören? Richtig. Gehen wir ans Werk. Was? Nichts, nichts, nur... Verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Okay. Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht. Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre! Da steht alles drin. Nein, erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde... Das hier ist eine verdammte Goldgrube. War wohl ein produktiver Tag. Und ja, ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. War mir eine Ehre. Oh, da fällt mir ein. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist, brauchst du das Team-Outfit. Wow. Das ist... Jemand anderes trägt das, ja, aber okay. Eine echte Ehre.
Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Wow. Halt, wo ist Sheriff Green? Ja, also, Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... Lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Warum macht ihr nicht einfach eine Dokumentation? Das wäre doch mal was. Ja, Stones Opfer waren echte Menschen. Stones Opfer waren echte Menschen. Das war ein echter Mensch. Ja, und? Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Es ist kein Problem, nur etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. Das ist das Gleiche, nur umformuliert. Ja, wir stimmen ihr aber erstmal zu. Sache ein bisschen diffusen hier erstmal. Okay. Ja, du hast recht. Wir haben nur einen Versuch dafür. Ja. Also nicht versauen. Können wir helfen? Nee, Robert und ich schauen, ob es im Stahlwerk noch mehr gute Drehorte gibt. Dann mal los. Ich meine, ich glaube, davon abhalten kann man sie eh nicht wirklich und naja. Seh dich in der Garage um. Ein Tape. Tom Holt, Interview. Hm. Okay, einfach einstecken. Hab's nicht gesehen. Yeah. Fang doch einfach an. Wir suchen also Erwähnungen von Frank Stone. Wir suchen nach allen Hinweisen auf konkrete Orte im Stahlwerk, bei denen eine Verbindung zu Frank Stone... Journalisten kriegen nicht genug von Frank Stone. Das ist ziemlich groß. Deshalb bin ich auch so sicher, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Definitiv möglich. Wir finden es. Ich würde das sehr gerne lesen, aber es ist... Okay, ich kann scrollen, ohne da drüben zu sein. Weitere Geheimnisse zu Murder Stone gelüftet. 16. September 1963. Ja. Sieh dir das während... an. Bitte sei doch still dahin. Herbstprognosen fürs Stahlwerk. Wird Frank erwähnt? Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeiter. Leute waren depressiv. Es gab Selbstmorde. Im Stahlwerk? Nicht direkt, aber... Och, Leute. Die gearbeitet haben oder entlassen wurden. Verdammt. Ich hab hier vielleicht was wirklich Wichtiges. Seid still. Klingt nicht gerade nach einem netten Ort für eine 12-Stunden-Schicht. Es gibt mehrere solcher Artikel. Lass ich die erstmal ausquatschen. Absteigenden Ast. Aber keine Rede von Frank. Ich guck mir das gleich nochmal an. Es hängt alles zusammen. Mit ihm. Damit wie er war. Oder... Oracle of the Universe. Guru Connor Barnham. Ist nur ein Gefühl. Fühlen Sie sich gefangen? Leben Sie Ihr Leben oder überleben Sie lediglich? Stellt dieses Universum Sie zufrieden? Oder sind Sie auf der Suche nach einer tieferen Wahrheit jenseits... Ja, weiß doch mal, still da hinten! Ungefähr aus der Zeit der Morde. Und ein wenig davor. Ach, gute Idee. Ah. In Orakel des Omniversums führt Experte und Guru Connor Barnham sie durch eine Reihe grundlegender schamanischer Lehren und wichtiger Meditationen. Diese Lehren sie nicht nur, den Zauber unserer alltäglichen Welt wertzuschätzen, sondern erweitern ihr Bewusstsein auf eine Art und Weise, die allein Menschen mit den nötigen Gaben vorbehalten ist. Zudem, indem sie sich umfangreiche Erkenntnisse dieses Buches zunutze machen, die Guru Barnham während seiner Erforschung der erleuchtesten Völker der Welt gesammelt hat, können auch sie sich die Weisheit der Alten aneignen, aus dem Kokon der Unwissenheit ausbrechen und wie ein Schmetterling der Erleuchtung auf Flügeln kosmischer Glückseligkeit davonfliegen. Interagieren. Können wir jetzt echt das Lesen bitte nicht? Ach du meine Güte.
Der Enkidu-Effekt. Körperliche Leistungsfähigkeit allein kann niemals wahres Gleichgewicht in einem Menschen schaffen. Um diesen höheren Bewusstseinszustand erreichen zu können, muss die Seele zur Ruhe kommen und der tiefere Frieden erreicht werden, der für die schamanische Meditation nötig ist. Außerdem hilft es, sehr, sehr viele Drogen zu nehmen, wie Marihuana und LSD. Erst wenn wir uns der Selbstreflexion und den unendlichen Möglichkeiten öffnen, können wir über unser eingeschränktes Ich hinauswachsen. Um diesen Prozess zu beginnen, müssen wir lernen, das unendliche Potenzial aller Dinge wertzuschätzen. Zunächst im konzeptionellen und dann auch im buchstäblichen Sinne. Denjenigen unter uns, die aus verschlafenen Städtchen stammen, mag es anfangs schwerfallen, die Magie in ihnen zu erkennen. Doch tiefe Meditation macht es möglich. Mit Hilfe meiner eigenen Methoden, die ich auf meinen Reisen durch die USA entwickelt habe, habe ich mein Bewusstsein aufsteigen lassen, bis ich einen Punkt erreichte, an dem ich mir ein anderes Cedar Hills vorstellen konnte. Eines, das jenseits des Schleiers unserer Realität liegt. Dieses Städtchen ähnelte meiner Heimat sehr, und doch gab es viele faszinierende kleine Unterschiede. Die Drogerie gehörte beispielsweise immer noch der Familie Calhern. Doch hinter dem Ladentisch stand kein geringerer als der junge George, ihr Sohn, der vor vielen Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen war. Vor mir stand also nun ein gesunder Mann mittleren Alters, obwohl ich genau wusste, dass er dieses Alter eigentlich nie erreicht hatte. Bitte lass es nur eine zweite Seite sein. Okay, das schreibe ich noch. Jedes Mal, wenn ich eine neue Entdeckung machte, musste ich an die vielen Wege und die Wendepunkte denken, die die Bewohner dieses Cedar Hills wohl gewählt und diese komplett andere Realität geschaffen hätten. Das Schicksal einer Person interessierte mich dabei ganz besonders, mein eigenes. Doch als ich zu Hause ankam, war ich zutiefst geschockt. Ich sah eine armselige, mittellose, hungerleidende Version meiner selbst. Ich war mehr Tier als Mensch, aber ich hielt nicht an meinem Mitleid für mich selbst fest. Mein philosophisches Wissen half mir zu erkennen, dass dieser Einblick in ein alternatives Schicksal lediglich zeigte, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich die Erleuchtung nicht gefunden. Ich zog zwei Schlüsse aus meiner meditativen Reise. Erstens, jede Reise durch das Leben variiert in einem Ausmaß, das sich beinahe nicht berechnen lässt. Und die Möglichkeiten unserer eigenen Reise mögen begrenzt sein, doch unsere Spiegelversionen könnten sich auf einer anderen Reise befinden, die sie an alle möglichen Orte führt. Zweitens, die unterschiedlichen Ebenen der Realität sind nicht wie getrennte Flüsse, die nebeneinander verlaufen, sondern vielmehr wie verbundene Nebenflüsse, die in einem weiten Ozean der Erfahrung und Möglichkeiten zusammenlaufen. Um diese Idee weiter zu verfolgen, müssen wir das Spiel häufiger spielen, weil ich glaube, das ist einfach nur ein Hinweis darauf. Im Endeffekt sagt es, dass wir hier in dem Spiel verschiedene Entscheidungen treffen können und wir dadurch andere, ja, Realitäten erzeugen, wo andere Sachen passiert sind. Radio. Meine Radio Loot. Ich weiß, die Kiste sieht anders aus, aber ich freue mich trotzdem immer drauf, da reinzugucken. Also, sie sieht anders aus als die eigentlichen Lootkisten. Sie ist größer. Gegenstand verwenden. Da könnte ich das Tape einlegen. Ja, nicht jetzt. Wo die Plappermäuler hier drüben erstmal die Klappe halten, will ich erstmal den Zeitungsartikel hier drüben lesen. Gucken wir uns erstmal das an, womit wir gerade angefangen haben. Weitere Geheimnisse zu Murderstone, 16. September 1963. Während Cedar Hills die jüngsten Vorfälle am Stahlwerk der Stadt noch immer zu verarbeiten versucht, kommen immer mehr verstörende Einzelheiten über den Mann, um den sich dieser Skandal dreht, ans Licht. Es handelt sich dabei um den 36 Jahre alten Mechaniker Frank Stone, der vergangenen Freitag während einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit der Polizei erschossen wurde. Stone, der laut unserem Sheriff Kusek in mehrere ungeklärte Entführungsfälle der letzten drei Jahre verwickelt gewesen sein soll, wird von jenen, die ihn erkannten, als eigenbrötlerisch, unheimlich und seltsam beschrieben.
Obwohl sich kaum einer seiner ehemaligen Kollegen offiziell zu ihm äußern wollte, kristallisiert sich allmählich heraus, dass Lenny, wie die anständigen Mitarbeiter des Stahlwerks ihn nannten, ein sonderbarer Außenseiter gewesen ist. Sie schien gespürt zu haben, wie rückgratlos er in Wahrheit war. Der Typ war nicht ganz richtig im Kopf, meint Ofenbediener Bobby Rivers, einer der wenigen, der zu einer öffentlichen Stellungnahme bereit war. Das konnten anscheinend alle sehen, nur unsere Chefs nicht. Die wenigen, die Stone nicht von der Arbeit kannten, äußerten sich ähnlich. Henry Lawrence, der im selben Gästehaus wie Stone gewohnt hatte, sagte dazu, Stone hat sich absichtlich dümmer gestellt, als er war, als hätte er nichts in der Birne. Aber wer mehr Zeit mit ihm verbracht und ihn in die Augen gesehen hat, wusste ganz genau, dass er etwas im Schilde führte. Etwas, das man lieber gar nicht wissen wollte. Das sind übrigens auch alles Leute, die wir auf der Arbeitsliste da gefunden haben, die wir ganz am Anfang mit dem Polizisten da gefunden haben. Besonders schockierend ist jedoch das Gerücht, dass Familie Tester, die Eigentümer des Stahlwerks von Cedar Hills, Stone eingestellt haben soll, obwohl sie wusste, dass er bereits wegen Gewalttaten vorbestraft war. Eine verlässliche Quelle teilte dem Tribune mit, dass Stone die Stelle im Rahmen eines Rehabilitationsprogramms bekam, dessen Ziel es war, Sträflinge wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wir haben die Testers selbstverständlich um Stellungnahme gebeten, vor Redaktionsschluss jedoch keine erhalten. Und hier? End of an Era. Traurig ist los zu sein. Irgendwas auf der Rückseite? Nein. Das Ende einer Ära. Stahlwerk von Cedar Hills wird stillgelegt. 24. August 1967. Das Stahlwerk von Cedar Hills, das einstige Herzstück der Wirtschaft unserer Stadt, wird nach über 40 Jahren Dauerbetrieb stillgelegt. Das Gerücht einer Schließung machte bereits seit mehreren Monaten die Runde. Jetzt bestätigte die Familie Tester, dass sie, nach eigener Aussage schweren Herzens, die Entscheidung getroffen habe, das Stahlwerk dauerhaft zu schließen. Das Werk wurde 1921 von Howard Kinsey Tester in Betrieb genommen und produzierte zu Kriegszeiten hochwertigen Stahl für das gesamte Land. Am Mittwochmorgen ehrte Herrn Testers Tochter Morgan in einer Presseerklärung dessen Vermächtnis. Sie beschrieb ihren Vater als visionären Unternehmer, der den Bewohnern von Cedar Hills so viel zurückgegeben hatte, wie die Arbeiter auch der Welt gegeben hatten. Damit ist sowohl das Stahlwerk als auch die Netizia Tester Gedenkbibliothek gemeint, die ihrer verstorbenen Großmutter gewidmet wurde. Das Stahlwerk von Cedar Hills stellte nach den berüchtigten Morden von Frank Stone im Jahre 1963 den Betrieb ein. Zu diesem Zeitpunkt teilte Herr Testers Neffe und Nachfolger Anthony der Öffentlichkeit mit, dass das Werk den Betrieb wieder aufnehmen würde. Doch im Laufe der Zeit schien eine Wiedereröffnung immer unwahrscheinlicher und es wurden nach und nach immer mehr Arbeiter entlassen. Morgan Testers Mitteilung lässt vermuten, dass die Familie diese Entscheidung aus Respekt für die Menschen getroffen hat, die auf dem Gelände von Stone, einem ehemaligen Angestellten des Stahlwerks, ermordet wurden. Doch nicht alle geben sich mit dieser Begründung zufrieden. Ein ehemaliger Arbeiter, der anonym bleiben will, wirft der Familie Tester vor, das Stahlwerk aus ganz anderen Gründen stilllegen zu wollen. Die Morde sind nur ein Vorwand, behauptete er. Sie wissen, dass es ein Vermögen kosten würde, das Stahlwerk wieder zu eröffnen und sämtliche Mitarbeiter wieder einzustellen, die ihnen überhaupt erst zu ihrem Reichtum verholfen haben. Sie wollen doch nur die ganze Kohle für sich behalten und pfeifen auf die restlichen Bewohner der Stadt. Okay. Ich frage mich, ob Linda mit dem Stone-Zeug zurechtkommt. Haben wir hier sonst noch was? Ich meine, das ist das Drehbuch. Stimmt auch interessant durchzulesen, aber so klein ist es jetzt auch ein bisschen anstrengend. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne das Video auf Pause machen und euch das hier alles mal ein bisschen angucken. Oh, hier kann man sogar ranzoomen. Ja, hier ist es. Endlich entlassen. Ich kann's kaum erwarten. Jamie Lamoran Hospital. Mama in Casa El Domingo. Bon. Aber hier bei denen. Ne, ich kann nur auf das eine ranzoomen. Aber ja, wie gesagt. Wenn ihr wollt, macht gerne auf Stopp, schaut euch die ganzen Sachen an. Ich glaube, lesbar sollten sie sein. Vielleicht ein bisschen ranzoomen, wobei ich weiß nicht, wie die Qualität auf YouTube ist. Aber naja. Linda, wie kommst du so voran? Ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Hm. Verständlich. Hat man gemerkt.
Sollte ich mir Sorgen um Robert machen? Ach Junge, nein. Es geht mir darum. Sie ist total besessen von Frank Stone. Sie ist so besessen von Frank Stone und den Morden, das ist einfach etwas heftig. Vielleicht, weil sie nicht aus Cedar Hills ist, aber naja, auch wir hätten Opfer sein können. Oder unsere Familien. Waren sie aber nicht. Ach, du findest auch, dass es egal. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. So wie dieser. Sieh mal hier. Was ist das alles? Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich hab's Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris Verschwörung hätte ich nie davon gewusst. Sie hätten weniger Zeit verschwinden sollen? Was? Ist ziemlich krass ermutigend. Klar, warum nicht? Ziemlich niemals krass. Die Leidenschaft eines anderen runterdrücken. Danke, ich auch. Es sei denn, es geht um Morde. Oh, ja! Was ist das? Ein Bild von Frank Stone. Ja, das Datum. Ja. Oh, ja! Was? Das ist von vor den Morden, bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn das? Bildunterschrift. Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Huh? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen. Und Profis zu drehen, stellen alles nach. Die müssen nicht an dem Ort des Geschehens drehen. Diese Orte sind sowieso nicht immer für Sets geeignet. Es ist besser, manchmal etwas nachzustellen, weil man da einfach viel flexibler mit verschiedenen Sachen ist, wie zum Beispiel Drehpunkten oder um verschiedene Sachen darzustellen oder Knalltüten denn gearbeitet? Generell seine visionäre Sicht zu verwirklichen. Interessant. Wenn man krampfhaft versucht, es an einem Ort umzusetzen, scheitert man eher, als wenn man selber auch flexibel ist. Aber naja. Wie gesagt, der Zuschauer ist nur so fern an dem Ort, sofern man es vernünftig darstellt, egal wo man sich befindet. Verehrte Gäste? Ich finde es auch lustig, wie er der Einzige ist, der dieses T-Shirt trägt. Da waren wir schon, wir kennen es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Geheimer Tunnel. Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Nein, müssen wir nicht. Achtung, Stolperfalle. Aber ja, hier ist doch auch erstmal ein wunderschöner Ort, um Pause zu machen. Wir wollen ja nicht direkt alles verpulvern und wollen uns noch etwas für den restlichen Spooktober aufbewahren. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon aufs nächste Mal und auch genauso auf all die anderen Horrorspiele, die wir noch diesen Monat spielen werden. Und damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen Spooky-Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei The Casting of Frank Stone oder einem anderen Horrorspiel. Bis dahin, bye bye.